Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf in die letzte Runde. Ich freue mich sehr, Sie wieder oder Sie jetzt hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung, die jetzt gar nicht von so sommerlichem Grün umgeben ist, aber von Grün, das gerade wieder im Werden ist, worüber wir uns freuen. Ja, wir reden jetzt über neue Stadtquartiere in Berlin. Kommunen sind ja gefragt, darum ging es in den letzten beiden Panels auch. Wenn es um Stadtplanung geht, um die Erschließung von neuen Wohnungen, um Vermeidung von leerstehenden Häusern, wenn es um Bodenschutz, um Klimaschutz geht, dann sind Kommunen gefragt. Berlin, die Situation hier ist schon seit längerem so, dass Wohnraum sehr knapp ist und immer teurer wird. Gleichzeitig wächst der Druck, Wohnungen und Gebäude in Berlin zu sanieren, um mehr Energieeffizienz, mehr Nachhaltigkeit herzustellen in der Stadt. Denn immerhin 40% des CO2-Ausstoßes in Berlin sind auf die Gebäude zurückzuführen. Zweiter Aspekt, Deutschland war oder ist immer noch ein Mieterinnenland. Dennoch, viele Menschen möchten Wohneigentum erwerben. Aber Erwerb von Wohneigentum in Innenstädten, insbesondere für junge Familien, ist schwierig. Hohe Preise, teilweise überzogene Maklergebühren machen Wohneigentum im Grunde zum unerreichbaren Traum. Deshalb ist dieses Mietthema in Berlin ein großes und wird auch eines bleiben. Wir kennen alle sehr gut die Debatten um die Umsetzung und um die Gegenmaßnahmen, die der Berliner Senat getroffen hat. Das eine ist die Mietpreisbremse und seit 23. November 2020 ist in dieser Frage auch die Umsetzung der Mietgrenzen in Kraft getreten. Juristisch ist das alles noch ein Novum, wird diskutiert, auch heute Morgen im Deutschlandfunk, wer das zufällig gehört hat. Eine weitere Strategie, die nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Kommunen umgesetzt wird, von denen wir uns vorhin einige angeschaut haben, nämlich Wien, Heidelberg und Hamburg. Eine Strategie ist Entwicklung von neuen Stadtquartieren. Hier stellen sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen. Hier ergeben sich Spannungsfelder, hier ergeben sich Zielkonflikte. Erstes Stichwort Wohnraumknappheit. Wollen wir uns also im Bauen auf die Innenstadt konzentrieren oder geht es um Erweiterung der Stadtränder nach dem Motto Bauen auf der grünen Wiese? Und das zweite Stichwort ist Mietpreise und Ökologie. Wie schaffen wir die Balance zwischen bezahlbarem Wohnraum, preiswertem Wohnraum auf der einen Seite und hohen Qualitätsstandards, insbesondere im Blick auf Energieeffizienz, auf Nachhaltigkeit, auf Ökologie und auf Klimaresilienz? Das sind zwei der Dilemmata, die mit zu lösen sind, wenn es um neue Stadtquartiere geht. Berlin plant 16 neue Stadtquartiere. Drei davon haben wir uns gestern genauer angeschaut. Insgesamt sollen das 50.000 Wohneinheiten werden. Gebäude und Infrastrukturen, das wissen wir aus der Erfahrung und das sehen wir auch in unseren Städten, haben eine Lebenserwartung von etwa 100 Jahren. Das heißt, was wir jetzt umsetzen, steht dann die nächsten 100 Jahre und hat entsprechende Wirkungen vor allem auch im Klimabereich, die dann darüber entscheiden werden, ob Städte klimaresistent werden und den Klimawandel dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen oder zu mitigieren. Ja, wir haben in zwei Panels diskutiert, haben uns viel angeschaut, viel vorstellen lassen. Jetzt wollen wir das bündeln und wollen mit dem Blick auf Berlin, das exemplarisch nochmal hier für unsere Stadt diskutieren. Wie werden die neuen Stadtquartiere Stadt der Zukunft? Wie setzen wir jetzt Kerne von neuen Städten, die sich dann über die nächsten 100 Jahre entwickeln können? Denn auch die Quartiere, die wir jetzt schätzen und die alle für hip und toll halten, waren ja nicht von Anfang an so, wie sie heute sind, sondern sie haben sich dazu entwickelt. Das heißt, wir bringen etwas auf die Straße, was die offen oder in den Stadtraum vielmehr, was die Offenheit dann haben muss, sich zu einem lebenswerten und angenehmen Quartier zu entwickeln. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass jedes Stadtquartier die Stadt als Ganzes beeinflusst, ja. Und das bedeutet, dass Siedlungs- und Flächenentwicklung
in der Zukunft auch davon bestimmt werden wird, wie diese neuen Stadtquartiere reüssieren in den vielen unterschiedlichen Anforderungen, die wir heute schon an sie stellen. Wir freuen uns, dass wir das in einer sehr, sehr guten Mischung mit Experten und Experten diskutieren können. Ich begrüße Bettina Jarasch. Sie ist die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen für die Berliner Abgeordnetenhauswahl im September. Und ist aber schon lange Grünen-Politikerin und wie ich begrüße als zweite Person ganz herzlich Marin Kern. Sie ist Vorstandsmitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Herzlich willkommen, Frau Kern. Ich begrüße Thomas Bestgen, den Geschäftsführer der UTB Projektmanagement GmbH. Und ich freue mich, dass wir Daniela Brahm mit an Bord haben. Sie ist Mitglied im Lenkungskreis der Initiative Stadt Neu denken und gemeinsam werden wir die angerissenen Fragen diskutieren. An dieser Stelle kommt jetzt noch ein kleiner Dank an unsere Kooperationspartner vom Bildungswerk Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bildungswerk für alternative Kommunalpolitik, BIWAK. Und hier namentlich insbesondere genannt seien die Kolleginnen Susanne Jahn, Cornelius Bechtler, Inga Börjesen, Simon Kames, Daniela Billig und Sabine Drewes, die Sie schon öfter hier gehört haben in dieser Konferenz. Ja, mit Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wollen wir natürlich auch, wie wir es in den letzten zwei Panels schon gemacht haben, ganz intensiv diskutieren. Sie haben drei Möglichkeiten. Erstens, Sie können im Chat Statements abgeben zur Diskussion, was Ihnen einfällt, einfach etwas, was Sie teilen möchten mit den anderen. Zweitens, Sie können über das F&A, Fragen- und Antworten-Tool, wirklich Fragen stellen, die wir dann hier mit ins Panel hineinholen. Und die dritte Möglichkeit, die wir Ihnen eröffnen, ist dann, dass Sie im F&A-Tool schreiben, Meldung. Und dann holen wir Sie als Person live hier mit ins Bild aufs Panel und diskutieren dann mit Ihnen gemeinsam. Diese drei Möglichkeiten, Chat, F&A und Meldung, die haben Sie. Und jetzt geht es gleich los. Aber da wir ja eine Konferenz haben mit unseren drei Panels, wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen verbinden mit dem, was wir schon gehört haben. Und freuen uns jetzt auf Kurzimpressionen aus den vorangegangenen Sessionen, aus denen sich dann sicherlich auch noch mal Fragen für dieses Panel ergeben. Und daher bitte ich jetzt Susanne Jahn und Sabine Drewes, uns kurz noch mal einen Überblick zu geben, was bisher geschah. Ja, guten Tag von mir jetzt auch. Ich habe gestern im ersten Panel mit moderiert und gebe einen kurzen Input darüber, über die drei Projekte, die wir gestern gesehen haben und gehört und was wir dann an Diskussionen dazu hatten. Das sind drei Gebiete gewesen, die seit 2 bis 10 Jahren in der Planung sind. Das Schumacher Quartier Flugfeld ehemals fängt an zu bauen nächstes Jahr, jedenfalls schon mal mit den Straßen und dem Tiefbau, den es da braucht. Das die Siemensstadt ist eine private Entwicklung der Siemens AG zusammen mit Letter of Intent mit dem Land Berlin, seit 1,5 Jahren dabei. Und der Blankenburger Süden, ein riesengroßes Quartier, wo mit einer Entwicklungsmaßnahme eventuell nach Baugesetzbuch vorangegangen ist. Das heißt, da wird jetzt erstmal vorbereitende Untersuchung gemacht. Das läuft auch schon seit 4 Jahren. Das heißt, sie sind unterschiedlich weit durchgeplant und fertig. Wie gesagt, das Schumacher-Quartier, da wird gebaut und die anderen sind noch dabei mit Gutachten, mit Vertiefungen und in die nächsten Stufen zu kommen. Es gibt auch schon Bilder, wie man sich das vorstellt, aber es muss auch noch abgestimmt werden. Kurz, es ging darum in der Diskussion, man braucht einen langen Atem, 10 bis 20 Jahre, vielleicht auch 30, von der Planung bis dann langsam auch Neubau. Dabei ist ganz wichtig, dass man früh mit der Erschließung, also mit der Mobilität, wie komme ich da hin, was muss da gebaut werden, damit man da überhaupt bauen kann. Und dass man die Qualitäten des Umfeldes, weil man baut nicht auf der grünen Wiese, in allen drei Fällen nicht, auch wenn natürlich im Blankenburger Süden die Felder und Wälder weniger, aber Felder dann sehr schnell kommen. Aber auch da gibt es rechts und links Leute, die ja schon wohnen in Dörfern und so weiter. Deswegen
geht es um Planung im ÖPNV, Tram, Straßenbahn bzw. S-Bahn, Schule und gegebenenfalls auch schon überlegen, wie man die Nachbarschaften mit einbindet. Dafür braucht man Projektträger, Entwicklungsträger oder städtebauliche Verträge. Die Siemens AG hat ja einen städtebaulichen Vertrag in der zusammen mit dem Bebauungsplan. Da muss man sehen, wie man da in die Langfristigkeit kommt. Der Entwicklungsträger kommt nach der vorbereiteten Untersuchung und die Projektträger bei Tegel-Projekt sind ja schon dabei. Die haben ja sozusagen auch schon den Auftrag vom Land Berlin und wollen da weitermachen. Alle drei haben vor, mit Biodiversität, mit Wasserkonzepten, Versickerungen, neuen autoarmen Mobilitätskonzepten einzusteigen, mehr oder weniger sukzessiv, weil man ja heute noch Auto hat. Und wie geht man da um, dass man später ja keine mehr haben will, auch schon, weil wir klimaresilient werden wollen und CO2-frei. Ganz klar ist ein hoher Anteil an sozialen Wohnungen, aber trotzdem wollen wir eine Mischung haben. Wie kriegt man das hin mit verschiedenen Eigentümern, mit Konzeptverfahren, neuen Eigentümern, damit auch eine neue Mischung und eine Architektur, die ansprechend ist, aber auch mit modernen neuen Formen des Wohnens. Darüber sind die alle noch am Diskutieren. Am wenigsten am Diskutieren dazu ist der, der am weitesten ist, im Schumacher-Quartier. Da sind sie schon dabei, mit den Kommunalen entsprechende Verträge zu schließen und sich vorzubereiten auf Konzeptverfahren für andere, die dort bauen sollen. Kurz, es geht darum, neben den Trägern, die man noch braucht für die lange Zeit, auch vielleicht einen Beirat, der sichert, was man gemeinsam entwickelt hat an Qualitäten, Grünflächen, was für Häuser, was für Baustoffe, dass man das irgendwo einen Beirat hat und dann sowas, wie kriegt man die Nachbarschaften, die da ja erst aufgebaut werden und mit den Nachbarschaften rundherum zusammen, also gibt es einen Nachbarschaftstreffverein. Das waren eher so angerissene Diskussionen, die noch nicht so weit gediehen sind, weil es ja noch in der Planung ist. Ja, es geht um eine Langfristigkeit, die auch eine nötige Anpassung in der Änderung über die Jahre, weil wir sind ja in Jahrzehnten unterwegs, auch wenn wir ja schon in einigen Jahren anfangen zu bauen. Und dann natürlich darum, dass es auch eine Lebendigkeit wird für die kommenden Bürger und wie man sie einbezieht. Aber das waren, wie gesagt, nur noch angerissene Themen, weil wir so weit sind wir noch nicht. Jetzt kommen wir zu den schon weiteren Quartieren der Externen. Das wird Sabine Drewes vorstellen. Ja, vielen Dank. Wir hatten heute Morgen eine sehr muntere Diskussion mit den drei Quartieren Seestadt Aspern aus Wien, Bahnstadt Heidelberg und Hamburg-Oberbillwerder, das noch nicht existiert, sondern erst eine Planung ist, was aber für uns auch deswegen natürlich interessant ist. Viele von Ihnen haben diese Diskussion wahrscheinlich mitverfolgt, aber nicht alle. Deswegen noch ein paar Highlights, die ich gerne noch mitbringen möchte in diese Diskussion. Aus Wien habe ich mitgenommen das Thema sozialer Wohnungsbau. In Wien ist das sehr stark, sehr prominent. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt Wien noch eine Wohnungsgemeinnützigkeit hat, die wir in Deutschland ja nicht mehr haben. Deswegen ist es auch sozusagen nicht so ohne weiteres reproduzierbar. Aber die Frage bleibt natürlich vor dem Hintergrund, wie stellt man trotzdem eine soziale Wohnraumversorgung sicher, wenn man das nicht hat? Und wie sorgt man vielleicht dafür, dass man das wieder bekommt? Oder sollte man das überhaupt? Dann ein Thema aus Wien war, den ÖPNV zuerst zu entwickeln. Also die U-Bahn war schon da, bevor die ersten Interessenten sich das überhaupt angeguckt haben. Also das ist teilweise vielleicht nicht mehr herstellbar. Aber es ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, dass man mit der Mobilitätsplanung relativ früh am Start sein muss. Und eine Lehre aus Wien ist, dass man ein kontinuierliches Management braucht, um diese ganzen Themen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, Flächen zu managen, auch das Erdgeschossmanagement und andere Dinge. Das sind so noch mal so ein paar Highlights aus Wien. Aus Heidelberg habe ich mitgenommen,
das vorbildliche energetische Konzept. Also die Bahnstadt Heidelberg ist das größte Passivhausquartier in Europa, was aber auch zur Folge hat, dass die Wohnungen dort nicht so ganz so preiswert sind. Also sie sind auch verhältnismäßig preiswert, aber nicht wirklich günstig. Ich fand aber auch beeindruckend, dass in Heidelberg die Entwickler und auch die Stadtpolitik und Verwaltung weitergelernt haben und sie es nicht bei dem Passivhausquartier belassen, sondern das Ganze nochmal in eine weitere Stufe transformiert haben und jetzt nochmal ein neues Quartier machen, was auch energetisch sehr gut ist, aber kein Passivhaus. Dafür aber die Gebäude ganzheitlich betrachtet in einem Lebenszyklus, also es werden da Baumaterialien mit berücksichtigt und es wird auch diese Frage, ne, was man so Suffizienz nennt, das heißt, dass man flexible Wohnraumnutzungen hat, damit man nicht zu große Wohnungen hat, wenn zum Beispiel die Kinder das Haus verlassen, dass dann die Eltern in einer zu großen Wohnung sozusagen zurückbleiben, also dass man solche Sachen damit einbaut. Hamburg war jetzt nochmal eine neue Entwicklung. Das ist ja erst eine Planung an einem sehr frühen Stadium, was für uns, für den Blankenburger Süden sicherlich auch interessant ist. Da fand ich besonders spannend, Mobility Hubs zu haben, also eine andere verkehrliche Erschließung, die sehr stark über Carsharing läuft, wo man eine gemischte Mobilität anbietet für alle Bewohnerinnen, auch von vornherein mitgedacht. Es war sehr spannend, dass dieses Quartier von einer Grünraumentwicklung aus gedacht ist, also mit den Green Loops, dass man eine durchgehende Grünfläche hatte als Gestaltungselement, was sicherlich auch sehr spannend und anregend ist. Und dann dieses städtebauliche Mischkonzept, dass man so Zwischendinger zwischen kompaktem Quartier, mehrgeschossigen Bauweisen und Einfamilienhäusern oder was so ein bisschen in diese Richtung geht, aber mit relativ wenig Einfamilienhäusern, aber es gibt schon noch ein paar. Ja, das waren so ein paar Highlights aus dieser Diskussion und ja, dann bin ich sehr gespannt auf die folgende. Vielen Dank an euch beide für die Einblicke in das, was bisher diskutiert worden ist. Und vieles davon wird ja auch hier in dieser Debatte wieder auftauchen. Bettina Jarasch, ich möchte mal anfangen mit einer Debatte, die jetzt gar nicht unmittelbar hier zu unserem Tagungsthema von der Planung her gehört hat, die sich aber durch die öffentliche Diskussion natürlich gerade jetzt ein bisschen aufdrängt, wenn es um die Frage geht, wie wollen wir wohnen, wie viel Platz, wie viel Fläche verbraucht es, also Ressourcenthematik, Klimathematik, Verkehrsthematik. Und wir erinnern uns, dass wir also in der Öffentlichkeit die Debatte um Grüne und Eigenheime gesehen haben, dass es um Wahlkampf ging und dass da auch Unterstellungen dabei waren, die unfair waren, weil die Frage muss gestellt werden dürfen, welchen Beitrag leisten Eigenheime zu all den Transformationsanforderungen, die wir haben, die ja zum Teil auch jetzt geschildert worden sind im Zusammenhang mit neuen Stadtquartieren. Bettina, ist das Thema Eigenheime für die Stadt Berlin ein großes Thema? Also, wir haben uns hier in Berlin, aber ich glaube insgesamt die Berlinerinnen und Berliner, nicht nur die Berliner Grünen, diese Debatte eher ein bisschen irritiert angeguckt. Denn bei den Problemen und Herausforderungen, die es in so einer wachsenden Metropole gibt, geht die Eigenheim-Debatte einfach an den Bedarfen vorbei. Und zwar in ganz vielfacher Hinsicht. Und ich finde, das kann man am sehr schön zusammenfassen an dem Titel dieser Veranstaltung hier, dieses Kongresses, denn bei allem, was wir hier tun, nicht nur bei neuen Quartieren übrigens, muss man sich ja klar machen, also bei allem, was wir stadtentwicklungspolitisch vorhaben, muss uns ja klar sein, dass es immer darum geht, dass wir de facto Stadt umbauen und Stadt dazu bauen. Also es geht um Stadtumbau, es geht um Stadterweiterung. Und das heißt, die Bedarfe sind, wir brauchen genügend bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen, und zwar wohlgemerkt nicht nur für die Menschen mit wenig Einkommen, sondern in Berlin ganz ausdrücklich auch für die sogenannte Mittelschicht, die in den Debatten oft ein bisschen beiseite gelassen wird. Wir brauchen klimaneutrales Bauen, grünes Bauen, um unser Ziel der Klimaneutralität, aber auch die Anpassung an den Klimawandel hinzubekommen. Wir brauchen gemischte Quartiere, Stichwort sozialer Frieden.
für eine gemischte Bevölkerung in jeder Hinsicht und wir wollen urban bauen. Und das ist das entscheidende Stichwort, meiner Meinung nach aber auch der Grund, warum die allermeisten Menschen hier in Berlin suchen, und zwar egal, ob sie hergezogen sind oder hier geboren. Urban bauen bedeutet, wir bauen keine Trabantenstädte sozusagen, sondern die Menschen wollen auch einkaufen gehen können. Es muss Cafés, Restaurants geben, den Arzt in der Nähe geben, eine Verkehrsanbindung geben und, und. Das heißt, urban bauen und Eigenheimsiedlung widerspricht sich, mal in Klammer davon abgesehen, dass wir historisch ja sehr viele Eigenheimsiedlungen bereits haben in Berlin. So. Und deswegen ist das eine Debatte, die hier keine sehr hohen Wellen geschlagen hat. Ich habe jetzt gleichzeitig, glaube ich, auch schon einiges zu dem gesagt, wie auch wir Grünen uns tatsächlich die Entwicklung von neuen Stadtquartieren vorstellen und was da nötig ist. Ein entscheidender Hebel übrigens dafür ist das Thema Bodenpolitik. Und meine Frage, Ellen, ist, soll ich gleich insgesamt das auch sagen oder wirst du mich noch weiter fragen? Also du hast das jetzt schon sehr elegant selber dich moderiert, weil in der Tat, uns geht es ja hier heute um die neuen Stadtquartiere und die Frage, welchen Change können die bringen, auch in der Entwicklung der gesamten Stadt, ja, aus der heutigen Sicht. Ich meine, wir kennen das, wenn wir da in diesen neuen Vierteln, die es jetzt schon gibt, unterwegs sind. Wir fühlen uns da erstmal so ein bisschen neu und nicht so urban und wie du es jetzt geschildert hast, vertraut und so, sondern das muss ja wachsen. Und deswegen wollen wir uns auf das Thema konzentrieren. Jetzt ist ja im Wahlprogramm, alle Berliner Parteien sind natürlich dabei, gerade ihre Wahlprogramme zu schreiben. Und in dem Entwurf, den es gibt für das Berliner Wahlprogramm, stehen ja sehr, sehr ambitionierte Ziele drin. Ist denn für dich das, wenn wir jetzt mal bleiben bei dem Schumacher-Quartier, ja, was wir uns gestern angeguckt haben, Susanne hat ja darauf nochmal Bezug genommen, ist das Modellprojekt, an dem auch die Berliner Grünen zeigen wollen, so soll es werden und so stellen wir uns neues Stadtquartier vor. Also wir hatten im Koalitionsvertrag ursprünglich 11 Quartiere vereinbart. Inzwischen sind es 16 Quartiere, weil ja noch welche dazugekommen sind. Das Kurt-Schumacher-Quartier ist eigentlich das einzige, wo zumindest teilweise ernsthaft versucht wird, ein sozialökologisches Quartier zu entwickeln mit einem starken Akzent auf Holzbau beispielsweise, der gerade in einer Region wie Berlin-Brandenburg eigentlich ein viel, viel größeres Potenzial übrigens hätte, als wir es nutzen. Denn wenn wir gemeinsam mit Brandenburg mal massiv in das Thema Holzbau reingehen würden, das sitzen ja praktisch die, dann würden wir, im Moment scheitert der Holzbau daran, dass es nicht genügend Angebot gibt, weil es nicht klar ist, ob es genügend Nachfrage gibt. Wenn wir das klären würden, dass wir hier massiv Holzbau wollen, dann wäre das in einem gemeinsamen Projekt mit Brandenburg, könnten wir auch hier eine richtige Offensive für seriellen Holzbau starten. In dem Kurt-Schumacher-Quartier ist dieser Aspekt verwirklicht, viele andere auch. Es gibt aber im Grunde müssen wir, wenn wir es schaffen wollen, dass wir klimaneutral werden, und das müssen wir schaffen, und zwar deutlich vor 2050, wofür wir uns bisher erst committed hatten. Wenn wir also die Klimanotlage ernst nehmen, die Berlin ja inzwischen erklärt hat mit dieser Koalition, dann müssen wir natürlich alle Quartiere, die gebaut werden, Beitrag dazu leisten. Dann können wir nicht nur ein Vorzeigequartier bauen, so wie jetzt, da müssen wir deutlich nachlegen. Und das ist das, was wir auch vorhaben. Zum Nachlegen braucht es ja noch ein paar andere Akteure, deshalb schaue ich jetzt mal zu Marien Kern rüber. Ich habe schon gesagt, sie ist Vorstandsmitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen und sie vertreten landeseigene, kommunale, genossenschaftliche, private, kirchliche Wohnungsunternehmen in Berlin und in Brandenburg übrigens. 700.000 Wohnungen, wenn ich das richtig sehe, mit der Mitgliedsvertretung, Mitgliedsunternehmen. Und das macht 42% des Berliner Mietwohnungsbestandes, also schon eine ganze Menge. Gleichzeitig sind Sie auch Mitglied im Berliner Klimaschutzrat, was aus meiner Sicht auch ein Hinweis darauf ist, dass der Klimaschutz beim Bau und bei der Ausgestaltung von neuen Quartieren oberste Priorität hat. Eins ist klar, Ihre Mitgliedsunternehmen werden einen erheblichen Teil der neuen Quartiere auch mitbauen oder werden den bauen. Jetzt ist meine Frage, Frau Kern, wie läuft die Diskussion?
in dem Mitgliedsunternehmen zum Thema Klimaschutz? Also wie diskutieren Sie diesen Zielkonflikt auf der einen Seite zu sagen, okay, Berlin will, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt und gleichzeitig sollen hohe Energiestandards eingehalten werden, hohe Klimaschutzstandards, gibt ja noch weitere ökologische Ziele. Wie läuft die Diskussion in dem Verband? Ja, Frau Böscher, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei bin. Und ja, ist ja mal uns, mich persönlich müssen Sie nicht vom Klimaschutz überzeugen. Unsere Mitgliedsunternehmen müssen Sie auch nicht vom Klimaschutz überzeugen. Denn wir handeln seit ganz, ganz vielen Jahren schon klimabewusst. Unsere Gartenstadt-Tradition, vor 140 Jahren aufgenommen, ist sozusagen der Anfangspunkt und setzt sich dann im Laufe der Jahre fort. Und insbesondere seit den 90er Jahren haben wir in Berlin für unsere Mitgliedsunternehmen, aber auch zwischenzeitlich eben in Brandenburg, ganz, ganz viele Klimaschutzvereinbarungen abgeschlossen. Und wir zeigen damit auch unser Engagement in Sachen CO2-Reduzierung im Bestand. Und wir wissen, wie nachhaltige Bestandsbewirtschaftung, Neubau und auch klimagerechte Stadtentwicklung funktioniert. Nur eine ganz kurze Zahl, ansonsten will ich jetzt hier heute nicht mit Zahlen um mich werfen. Die CO2-Emissionen der Wohnungen der Berliner Mitgliedsunternehmen lagen laut unserer gerade erschienenen Klimabilanz in Berlin um 62%, im Land Brandenburg sogar um 77% über den Basiswerten von 1990. Das heißt, wir haben schon jetzt die für 2030 festgelegten Reduzierungsziele im Blick auf CO2 deutlich übertroffen. Und wenn wir uns unsere Mitgliedsunternehmen anschauen, wir betreiben dort ein regelmäßiges Monitoring, wir erheben die Zahlen, prüfen sie auf Plausibilität etc., dann haben unsere Mitgliedsunternehmen insgesamt jetzt nur noch einen Anteil, und da mache ich mal ein Ausrufungszeichen hinter, von 5% des gesamten Berliner CO2-Ausstoßes. Dafür sind sie verantwortlich. Viele andere Gebäudegruppen, auch gerade der öffentliche Bereich, der öffentliche Sektor und andere Sektoren sind nicht in dem Maße in irgendeiner Weise erfasst. Und ich kann mir sagen oder ich kann sagen und mit Stolz sagen, dass wir da an der Stelle auch wirklich auch Vorreiter sind. Was ein wesentlicher Punkt ist, ist immer das Thema der Bezahlbarkeit. Das wird ja auch jetzt noch heute weiter in der Diskussion eine Rolle spielen. Das Ganze muss natürlich immer letztendlich auch bezahlbar bleiben. Wir setzen uns deswegen sehr stark für eine Technologieoffenheit ein. Das heißt, wir haben uns schon sehr frühzeitig auch dagegen gewendet, gegen diesen sogenannten Dämmwahn. Also immer mehr Dämmung auf die Häuserhülle aufzubringen. Gott sei Dank ist das jetzt endlich gelungen, da diesen Erkenntnisprozess mal in eine andere Richtung zu lenken und nun eben zu sagen, entscheidend ist das, was hinten rauskommt, nämlich die Reduzierung von CO2. Und das heißt, insgesamt muss man sich natürlich schon sehr intensiv Gedanken darüber machen, wie effizient die Maßnahmen sind und dass sie auch am Ende bezahlbar sind. Wir wollen für die Stadtquartiere eine multifunktionale Nutzbarkeit durch Grünung zu schaffen und einen maßvollen Ausgleich zwischen Baudichte und Freiflächen. Wenn man das aber will, und da kommt man dann immer wieder in diese Bereiche, wo das auch eben durchaus zu Zielkonflikten kommt, dann muss man durchaus auch über eine Erhöhung der Bauten nachdenken, also dass wir insgesamt auch gerade in Zentren höher bauen, als wir das jetzt eben schon machen. Und was ich sozusagen auch quasi an alle in der Runde und auch sozusagen an die senden möchte, die jetzt hier zugeschaltet sind. Man muss natürlich auch immer mal ganz selbstkritisch auf das schauen, was man selbst an Wohnfläche verbraucht. Und die Wohnflächenverbräuche in Deutschland und speziell auch in Berlin sind in den letzten 30, 40 Jahren extrem angestiegen. Wir setzen uns sehr stark ein für alternative Baustoffe und die Umsetzung hoher Energiestandards.
Also das, was jetzt heute Vormittag schon dargestellt ist, worden ist in diesen einzelnen Projekten, haben wir auch selber sehr intensiv begleitet als Verband. Also wir sind auch eben regelmäßig in Wien, schauen uns Projekte in Hamburg an, um einfach auch, was Technologie, Fortschritte anbelangt, die auch unseren Mitgliedsunternehmen dann im Endeffekt auch mit rüberzubringen. Das wird auch sehr, sehr offen angebracht und angenommen. Es hapert dann aber vielfach an der gesetzlichen Umsetzung. Und ganz zum Schluss nochmal hier meiner ersten Ausführung sozusagen, das Thema der Kostenbelastung. Also wenn wir den Berliner Wohnungsgebäudebestand bis 2050 klimaneutral herstellen wollten, dann reden wir über einen Investitionsbedarf von insgesamt 91 Milliarden Euro. Das heißt 3 Milliarden Euro jährlich. Und das bedeutet pro Quadratmeter Wohnfläche, ich nenne es jetzt mal ganz untechnisch, einen Aufschlag von 2,90 Euro pro Quadratmeter, wenn wir es denn klimaneutral gestalten wollen. Über die einzelnen Umsetzungsthemen will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht sprechen. Zunächst erstmal vielen Dank. Ja, kurze Nachfrage. Nachhaltigkeitsbewertung beim Wohnungsneubau. Wir gucken uns jetzt sozusagen die neuen Stadtquartiere an. Wie stehen Sie dazu? Wie machen Sie das mit Ihren Mitgliedsunternehmen? Machen Sie das? Ja, da machen wir eine ganze Menge. Also wir versuchen wirklich tatsächlich eben sehr innovative Konzepte auch aufzugreifen. Alles das, was heute Morgen auch schon angeklungen ist, also in den Beispielen, die wir jetzt gesehen haben aus Heidelberg, aus Wien und aus Hamburg. Hamburg gucken wir uns auch wirklich regelmäßig neue Projekte an und auch insbesondere das, wie es Hamburg auch politisch umsetzt, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ist das bei neuen Quartieren so, keine Tiefgaragen, sondern in jedem Falle Mobilitätshub. Mehrfachnutzung von Flächen und Gebäuden finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt. Durchgrünung, klimaangepasst, Klimaresilienz, regenerative Energieversorgung, architektonisch im Übrigen aber auch abwechslungsreich. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Der ist ja heute Morgen auch schon mal angeklungen. Familiengerecht, Beispiel eben auch sensorengesteuerte LED-Beleuchtung. Das ist ein Projekt, was aus den nordischen Staaten, also vor vielen Jahren uns auch schon aufgefallen ist, was wir weitergegeben haben. Holzbau, Stadtquartiere der kurzen Wege, also zwischen Arbeiten auch wo und Wohnen. Und ein wesentlicher Aspekt ist natürlich auch das Thema der Stoffkreisläufe, also des sogenannten Cradle to Cradle. Weniger Oberflächenversiegelung, da bin ich aber bei dem, was ich eben gesagt habe, da muss man natürlich geschossweise stärker in die Höhe gehen. Nutzung des öffentlichen Raums, ja. Und hier finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man natürlich, wenn ich so einen langen Vorlauf habe in der Planung für solche Neubauquartiere, dann reden wir hier über Minimum 6-7 Jahre, tendenziell sogar eher mehr. Und das haben wir ja heute auch noch mal gehört, was die Seestadt Aspern anbelangt. Und dann muss das natürlich auch zukunftsgerecht sein. Wir wissen heute nicht, wie wir uns in 10 oder 15, 20 Jahren mobilitätsmäßig bewegen. Das können wir heute noch nicht einschätzen. Wer hätte gedacht vor 20 Jahren, dass das Handy sozusagen alles ersetzt, den Fotoapparat ersetzt, etc. pp. Kann sich jeder vorstellen. Mhm. Und insofern ist es da wichtig, genügend Flexibilität zu schaffen. Aber am Ende komme ich auch wieder dazu, es muss natürlich alles bezahlbar sein. Wir nehmen uns das Thema vertikale Stadt nachher nochmal gemeinsam vor. Jetzt würde ich gerne Thomas Bestgen nochmal ansprechen. Ich habe das schon angedeutet, privater Projektentwickler mit nachhaltigem Anspruch. Sie entwickeln gemischte nachhaltige Quartiere mit hohem Genossenschaftsanteil, also so genau wie Bettina Jarasch sich das wünscht. Sie sind an der Insel Gartenfeld unter anderem sehr eng beteiligt. Herr Bestgen, können Sie schildern, wenn man jetzt wirklich konkret da sitzt, das Projekt entwickelt in einer bestimmten, unter bestimmten Bedingungen, Konditionen,
praktisch, wie sieht das aus? Welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen liegen darin, wenn man jetzt so wirklich neu ein Quartier entwickelt? Also wo sind da die Stolpersteine, aber auch die großen Möglichkeiten, die man vielleicht bei einer Sanierung im Bestand nicht so hat? Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, das hier darstellen zu können. Wir haben ja jetzt in der letzten halben Stunde schon unheimlich viele Stichworte gehört. Und die Latte ist ziemlich hochgelegt worden oder die ist auch sehr hoch für die Entwicklung von Stadtquartieren. Und es ist nicht nur eine Wollmilchsau, sondern da sind ganz viele Eier dran. Es ist eine eierlegende Wollmilchsau. Ich nehme noch mal zwei Stichworte dazu. Kultur, Sozialraum, Gemeinschaftsflächen. Auch das gehört in neue Stadtentwicklung rein, in die Entwicklung von Stadtquartieren. Stadtquartiere sind Stadtteile, Gartenfeld, da reden wir über rund 800.000 Quadratmeter BGF, 3.700 Wohnungen, ähnlich viele Gewerbeflächen. Und die Herausforderungen, die sind genannt worden, das ist der Komplexität Herr zu werden. Es soll urban sein, es soll sozial sein, ökologisch, unter urban verstehe ich, es soll gemischt sein, Wohnungstypologien für alle Berlinerinnen und Berliner, nicht monostrukturiert, was jetzt gerade auf dem Markt am besten zu verwerten ist, sondern Frau Kern hat es gerade goldrichtig gesagt, wenn wir Stadtquartiere, wenn wir anfangen zu entwickeln, müssen wir darüber nachdenken, wie leben die Menschen in 10 oder eher sogar in 20 Jahren. Und das ist nicht nur die Mobilität, sondern das ist auch das Zusammenwirken von Wohnen, von Arbeit, von Kultur und Sozialraum. Und das sind die größten Herausforderungen. Wir sind auch sehr viel gereist. Wir waren natürlich auch in Hamburg, wir waren jetzt nicht in Heidelberg. Wir waren vor allen Dingen in Kopenhagen, wir waren in Zürich und wir waren in Rotterdam, weil diese Länder und diese Städte einfach einen Schritt weiter waren als Deutschland, vor allen Dingen als Berlin. Wir haben ja ein Paradigma des Nichtbauens, des Nichtentwickelns bekommen Mitte der 90er. Da sind die Förderprogramme des Landes Berlins eingestellt worden. Das war das desaströse Zeitalter der Verkäufe. 130.000 städtische Wohnungen haben wir verloren. Und bis zum Jahr 2010 galt das Paradigma, die Stadt ist zu Ende gebaut, wir haben genug Wohnraumversorgung, wir müssen nicht entwickeln. Und dann ging natürlich eine Entwicklung los, man kann es Turbokapitalismus nennen, dass unglaublich viel Geld nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa, aus der ganzen Welt auf die Wohnungsmärkte gedrängt ist und vor allen Dingen auch nach Berlin. Und dann haben wir einen erheblichen Sprung bis heute in den Bodenpreisen bekommen. Und je höher die Bodenpreise sind, desto schlechter können wir mischen, desto schlechter können wir ökologische Ansprüche mitnehmen. Es sei denn, es gelingt uns, Finanzierungsstrukturen zu nutzen, die ja sich auch entwickelt haben, um dieser Komplexität Herr zu werden. Komplexität ist ja ein gutes Stichwort. Das heißt immer zusammenwirken mit sehr, sehr vielen Akteuren. Das ist wahrscheinlich nicht immer einfach. Da sind die Banken, die Geldgeber, die Anspruch, die Stadt, die politischen Ansprüche, die Wohnansprüche. Wie gehen Sie damit um? Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Indem wir versuchen, diese Akteure alle an einen Tisch zu bringen. Unser Ansatz ist, wenn wir über Urbanität sprechen, unterschiedliche Projektträgerschaften. Das vermisse ich so ein Stück weit im Kurt-Schumacher-Quartier. Der Kollege Philipp Boutelier macht es herausragend. Es sind aber zurzeit nur städtische Akteure. Die Privaten sollen kommen, sie sind aber in der Projektentwicklung nicht beteiligt, jedenfalls nicht aktiv und direkt beteiligt. Das gilt genauso für den Blankenburger Süden, das galt auch für die Elisabethaue. Also da würde ich mir wünschen, das von vornherein besser zu mischen, denn die privaten Träger, die Genossenschaften, die privaten Entwickler haben eine Kompetenz, die älter ist als das, was die kommunalen Gesellschaften haben, weil die auch 2 Jahrzehnte nicht bauen durften. Und diese Kompetenz wird in der Projektentwicklung, in der Entwicklungsphase nicht genutzt, bevor wir zum Bauen kommen. Und das ist schade. Mhm. Was wir versuchen, wenn wir städtebauliche Wettbewerbe machen, dass wir die unterschiedlichen Projektträger an den Tisch bekommen. Denn Genossenschaften haben eine Zielgruppe, kommunale Wohnungsbaugesellschaften haben eine, die auch politisch ja immer wieder nachkorrigiert wird. Aber auch die Privaten haben Zielgruppen. Und dann haben wir noch einen großen Anteil von Menschen, die in Berlin selber bauen wollen. Selbstorganisierte Gruppen, die sogenannten Baugruppen. Das sind aber auch Vereine, das sind auch Stiftungen, die
die zum Selbstkostenpreis hier in dieser Stadt Wohnraum entwickeln. Und das sind die vor 10 Jahren hier gebaut haben, als wenig Investoren und schon gar keine institutionellen Investoren in dieser Stadt gebaut haben. Und die haben aufgezeigt, wie man dann auch mit Eigeninitiative so früh miteinander reden kann, was wollen wir eigentlich bauen, dass dann auch das gebaut wird, was auch wirklich gebraucht wird. Und in der Phase, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das darf man nicht unterschätzen, entstehen ja schon Nachbarschaften. Und dann entsteht schon der Blick auf das, was nachher auf den Grundstücken passiert. Es wird also schon sehr, sehr frühzeitig urban und sozial. Wir haben die größte Herausforderung bei den Stadtquartieren, dass wir in Berlin ja diesen Föderalismus haben. Immer dann, wenn die Bezirke Planrechtsgeber sind, haben wir aber in den Stadtquartieren übergeordnete Entscheidungen, die das Land Berlin treffen muss. Und das ist im Wesentlichen der Verkehr. Es fehlt, die großen Stadtquartiere brauchen eine Infrastrukturentwicklung. Und wir haben ja gerade gehört, dass in, ich glaube, es war Hamburg, nee, Heidelberg, Hamburg oder in Wien. Nee, ich glaube in Wien. In Wien war die U-Bahn zuerst da, bevor die Wohnungen kamen. Ja. Genau. Genauso war es in Kopenhagen. Kopenhagen konnte sich nur so gut entwickeln, weil auch dort die U-Bahn entwickelt worden ist, aus der Innenstadt heraus bis Richtung Flughafen. Und wenn so eine Infrastruktur steht, kann sich natürlich entlang einer Infrastruktur herausragend und viel, viel schneller als hier in Berlin Wohnraum oder Stadt entwickeln. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass der Verkehr, und ich nenne es gar nicht mehr Verkehr, sondern Mobilität, das Nadelöhr ist. Mhm. Wir haben versucht, wir haben 2015 angefangen, wir haben auch diesen Entwicklungsraum um Gartenfeld ganzheitlich gesehen. Wir haben ja 4 große Quartiere in einem ganz, ganz engen Raum mit der Wasserstadt, die wird jetzt zu Ende gebaut. Das, was vor 30 Jahren angefangen wurde, vor 20 Jahren quasi eingestellt wurde, wird jetzt zu Ende gebaut. Wir haben Urban Tech Republic und wir haben ja dann auch noch Siemens dazu bekommen als 4. Partner. Wir haben das mal Entwicklungsraum Nordwest genannt vor 6 Jahren und dem Land Berlin angeboten, hier auch ganzheitliche Verkehrskonzepte zu entwickeln. Ich glaube, wir sind der erste Bebauungsplan in Berlin. Schon vor 6 Jahren sind wir das angegangen, wo keine Tiefgaragen zulässig sind, wo der Verkehr aus dem urbanen Gebiet rausgehalten wird, um dann im Mobility Hubs, diesen Begriff haben wir damals schon geprägt, den haben wir aber nicht erfunden, der war ja in Europa schon gängig in Ländern, die da schon weiter waren. Das heißt, wir halten den Verkehr draußen und entwickeln eine innere Erschließung. Und auch da haben wir schon drüber nachgedacht. Damals fuhr der Olli noch im Eurif Campus. Können sich vielleicht noch viele daran erinnern. Dieser kleine autonome Bus, natürlich auf Elektromobilitätsbasis mit sensationellen 6 Stundenkilometern, der ja aufgezeigt hat, wie denn vielleicht in 10 oder 20 Jahren auch die innere Erschließung von Quartieren ergänzend zu dem klassischen ÖPNV die große Frage der Mobilität, wie kommen die Menschen und die Waren zu ihren Wohnungen, wenn sie dann in den Quartiersgaragen stehen. Und das sind wir angegangen und wir sind jetzt im 6. Jahr und haben sehr, sehr, sehr viele Erkenntnisse, aber wir haben noch keinen Durchbruch. Alles klar, gut. Lieber Herr Beske, wir reden ja auch noch eine Weile auch über die vielen Themen, die Sie jetzt noch gleich mit angeschnitten haben, gehen jetzt aber erstmal zur Grundlage des Bauens im wahren Wortsinn. Und ich frage Daniela Brahm, die ja Mitglied im Leitungskreis der Initiative Stadt Neu Denken ist. Und das große Thema dieser Initiative ist das Thema Liegenschaftspolitik. Und jetzt ist zunächst mal die Frage, Frau Brahm, was stellen wir uns vor unter Liegenschaftspolitik? Wo sind da auch beim runden Tisch die Anliegen? Was läuft gut bei der Liegenschaftspolitik in Berlin und wo sind noch Defizite? Ja, vielen Dank für die Einladung auch von mir. Auch das, dass ich sozusagen aus engagierter zivilgesellschaftlicher Perspektive hier dabei sein kann. Das ist ja auch eine Perspektive, die vielleicht als Ergänzung zu den professionellen Perspektiven wichtig ist, irgendwie auch aus der Perspektive vieler Menschen, die sich betroffen fühlen. Aber das Thema Liegenschaftspolitik ist eben so grundlegend und es wirkt ja immer sehr abstoßend, sehr abstrakt, was es aber meiner Meinung nach gar nicht ist. Ich fand es vorhin sehr erfrischend, als wir den Vortrag aus Wien gehört haben, dass in Wien die Voraussetzungen der Bodenpolitik, um eben Stadtentwicklung zu steuern, schon vor so langer Zeit
also die Weichen gestellt wurden, dass er es eigentlich komplett vergessen hat zu sagen, wie grundlegend das ist. Und erst auf Nachfrage dann eben sagt er, ja klar, der Boden gehört der Stadt. Und über die schiere Tatsache, dass der Boden ein öffentliches Gut ist, hat man einfach die Lenkungsmöglichkeiten, die sind einfach viel, viel größer. Und das ist natürlich auch so ein Ursprungsproblem, der Grund, weswegen sich die Initiative Stadt Neu Denken vor 10 Jahren gegründet hat. Vor 10 Jahren war Berlin nämlich noch in der Ausverkaufsphase hat eben Grundstücke und auch massiv Wohnungsbestand ja verkauft. Und da sieht man einfach auch mal, wie die Startbedingungen für eine positive, also auf die Stadtentwicklung positiv wirkende Bodenpolitik einfach so viel schlechter sind in Berlin, weil da muss man ja natürlich jetzt erstmal ganz viel aufbauen. Und wir haben als Initiative Stadt Neu Denken eben dann schon 2012 den runden Tisch zur Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik, haben wir das genannt, eingerichtet im Berliner Abgeordnetenhaus, ist übrigens öffentlich, 4-mal im Jahr kann man hinkommen. Das überhaupt zum Thema zu machen, also dieses Bewusstsein zu schärfen, wie grundsätzlich und was einfach in der Liegenschaftspolitik passiert. Und natürlich sind diese Erbbaurechts, also anstatt Verkauf zum Höchstpreis, Erbbaurechtsvergaben zu machen, anstatt eben diese Höchstpreisvergaben zu haben, Konzeptvergaben, also an den inhaltlichen Ausrichtungen Grundstücke zu vergeben, also überhaupt Transparenz reinzukriegen in dieses Thema Bodenpolitik, also auch durchaus die Überlegung, wem gehört eigentlich der Boden dieser Stadt irgendwie, die auch die Frage, also sind viele Fragen, die wie so eine, wo es eigentlich wie so eine Wand gibt, dass man da eigentlich nicht drankommt. Irgendwie, es gibt eben kein öffentlich einsehbares Liegenschaftskataster. Und natürlich ist diese, ganz wichtig, eine Mitwirkung, also Mitgestaltung von Zivilgesellschaft. Deswegen ist der runde Tisch eben natürlich auch öffentlich, damit Zivilgesellschaft da mitmacht. Und eben mit Politik und Verwaltung und auch anderen Verbänden und so weiter in Diskussion kommt. Das einfach mal so gesagt, weil natürlich ist das jetzt so, ich wollte noch mal so kurz zurückgucken, was ist eigentlich in diesen 10 Jahren passiert. Und jetzt haben wir ja, das haben wir ja auch gestern gehört und heute wieder gehört, natürlich sind die Erbbaurechtsvergaben jetzt ganz weit vorne. Und natürlich sind die Konzeptvergaben jetzt ganz weit vorne. Und wir haben sogar jetzt meiner Meinung nach ersten Schritt zu einem Berliner Bodenfonds, also zu strategisches Flächenmanagement, dass halt wirklich Boden öffentlich gehalten wird, so erreicht. Da ist einfach im Grunde viel passiert. Der Druck war natürlich auch enorm hoch durch diese Bodenpreise. Aber was eigentlich unsere Aufgabe im Moment ist, ist viel genauer auf die Instrumente und Verfahren zu gucken. Und das ist das, was auch wesentlich ist jetzt für die neuen Stadtquartiere, dass wir genau hingucken müssen. Und wir machen das vom runden Tisch jetzt schon seit 3 Jahren, dass wir uns das Erbbaurecht genau angucken. Was ist das Erbbaurecht, was wir jetzt eigentlich brauchen? Es ist ja erstmal nur ein Instrument, was man ausgestalten muss, wo durchaus auch Erbbaurechtsnehmer und Erbbaurechtsgeber, also in dem Sinn dann das Land Berlin, unterschiedliche Vorstellungen haben. Und man muss es eventuell vielleicht auch erneuern, also erneuern im Sinne von kreativ nutzen. Was sind die Konzeptvergaben? Wie funktionieren die? Also man muss ganz klar sagen, Berlin hat 10 Jahre lang im Grunde kaum Grundstücke gehabt, die auch nur irgendwie zu vergeben waren. Insofern hat man auch keine Erfahrung gesammelt mit Konzeptvergaben. Also die gestartet waren in den letzten Jahren, waren zum Teil hochkritisiert. Das heißt, da brauchen wir wirklich neue Rahmenbedingungen, also auch wirklich auch ein gemeinsames Dranarbeiten. Es gibt jetzt auch demnächst eine Koordinierungsstelle Konzeptverfahren. Das sind halt so Arbeitsfelder, die unbedingt entwickelt werden müssen. Und deswegen guckt man jetzt auch so auf die neuen Stadtquartiere, weil, um das jetzt einfach mal aus der Perspektive zu gucken, die vielleicht auch an Thomas Beskin anschließt,
da gibt es ja endlich auch mal Grundstücke. Also so, es wird endlich auch mal Grundstücke geben, irgendwie in dieser Stadt, wo wirklich so wenig Bewegung war für private Dritte, da eben auch aktiv zu werden und eingebunden zu werden. Und da muss es natürlich im Grunde diese Instrumente und Verfahren müssen aufgestellt werden. Also ich habe immer so das Gefühl, es war bisher ein bisschen so ein Testlauf oder überhaupt so ein dran gewöhnen, dass man jetzt neue Wege geht, aber es muss halt ausgestaltet werden und da dränge ich halt, also ich würde gerne eigentlich zu den einzelnen Sachen noch konkret was sagen. Ist es noch okay oder soll ich das? Ja, ich würde jetzt erstmal, wir gucken dann nochmal auf ein paar Themen und ich würde auch ehrlich gestanden ganz gerne, weil es wirklich sehr, sehr aktive Beteiligung aus dem von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hier gibt, da mal eine kleine Runde Fragen einschieben. Und wenn Sie dann wieder reinspringen, Frau Brahm, wäre das wunderbar. Jetzt reizt es mich aber doch nochmal kurz an Bettina Jarasch zu fragen. Frau Kern hat doch, jetzt ist doch alles Binnen Butter, also 5%, 42% des Berliner Mietwohnungsbestandes stößt nur 5% CO2 aus. Also klang doch alles wunderbar. Reicht das oder können wir jetzt aufhören mit dem Dämmwahn und wie siehst du das? Ja, vielen Dank, dass du mir nochmal die Gelegenheit gibst, darauf einzugehen. Ich sage mal so, der BBU tut vieles. Der BBU, Frau Kern, nehmen Sie es mir nicht übel, ist aber auch ein etwas hybrider Verband, wenn man das so sagen will. Ja? Das sind Kommunale drin, so Ellen Überscher, sie hat es ja vorher gesagt, das sind Kommunale drin, das sind Genossenschaften drin, kirchliche Träger, das sind aber auch private Unternehmen, auch große private börsennotierte Unternehmen drin, die ganz andere Geschäftsmodelle haben. Und wenn Sie solche Zahlen vorstellen, dann sind das Durchschnittszahlen. Dasselbe übrigens gilt auch für die durchschnittlichen Mietpreise, die beim BBU genommen werden. Das sind Durchschnittszahlen und da gibt es manche, die tragen mehr dazu bei und andere, die tragen weniger dazu bei. Und das halte ich schon für ein Problem. Und wenn ich jetzt schon von den großen börsennotierten Unternehmen wie der Deutschen Wohnen oder Vonovia und anderen spreche oder ADO Properties, dann ist es so, dass die in den letzten Jahren zwar sehr viele Ankäufe hier getätigt haben im Land Berlin und dass es da eine große Konzentration gibt, aber eben nicht so viel investiert haben, weder in Neubau übrigens noch auch in energetische Sanierung und in Bestandssanierung. Und gerade Bestandssanierung ist natürlich die große Herausforderung, da auch gute energetische Standards zu erreichen. Insofern würde ich sagen, nein, das nützt nichts. Und um jetzt gleich die Debatte noch ein bisschen aufzuladen, denn das ist eine Sache, die bei den Grünen ja, die seit Jahren diskutiert wird, die energetische Sanierung wird gerne ausgespielt gegen bezahlbares Wohnen. Das ist natürlich ein Zielkonflikt. So, und den muss man auflösen. Das ist klar, das ist ein echter Zielkonflikt. Aber ich glaube, wir schlagen dafür Modelle vor, die eine faire Kostenverteilung zwischen Vermietern, Mietern und eben auch dem Staat, der ein Drittel dazu beitragen soll, machen. Und da gibt es auch noch was zu tun in Berlin, Frau Kern. Da gibt es Förderprogramme, wo wir schon weiter sein müssten und es noch nicht sind. Aber das Problem ist, dass wenn wir die Mietentwicklung nicht, also das Problem des bezahlbaren Wohnens in Berlin und das bedeutet eben vor allem auch der Mieten nicht in den Griff bekommen, dann wird das auch mit der energetischen Sanierung nichts. Also insofern muss man das zusammendenken. So, und da können wir dann leider, wenn wir insgesamt die Ziele erreichen wollen, es ist ein Milliardenprojekt, Frau Kern hat die Zahlen genannt, da brauchen wir das private Kapital, da müssen wir im Bestand auch reden und da können wir uns dann eben leider auch nicht auf die Neubauquartiere allein konzentrieren in der Debatte. So, liebe Frau Kern, Sie sind jetzt gleich dran mit der Antwort und ich gebe Ihnen jetzt unmittelbar eine Frage von Oliver Jahn gleich noch mit auf den Weg, die genau da reinpasst. Welche Strategien verfolgt der BBU, um die Mieten in Berlin im Bestand zu senken? Die Mieten sind häufig, in Klammern vor dem Mietendeckel, mit Spekulationen aufgeladen. Neue Wohnungen senken keine Mieten, außer wir werden ein nicht nachhaltiges Ziel eines zukünftigen 0% Leerstandes anvisieren. Also die Frage ist, wenn nicht der Mietendeckel und keine Enteignungen
wird hier gefragt, wie können die Mieten der Berlinerinnen gesenkt werden? Das würde ich Sie bitten, gleich noch mit dazu zu nehmen. Dann haben wir die Frage von Herrn Jahn schon mit reingenommen. Liebe Frau Kern, Sie haben das Wort. Okay, ja, vielen Dank. Ja, das sind ja viele spannende Fragen, die Sie mir hier mit auf den Weg gegeben haben. Frau Jahn, so soll's sein. Ja, in der Tat. Wir haben Durchschnittsmieten, das ist klar. Aber unsere Wohnungsunternehmen liegen, also wenn ich jetzt die drei Gruppen sehe oder die vier Gruppen sehe, Genossenschaften, kirchliche Unternehmen, Gesellschaften und die Privaten. Also wir haben ja nicht alle Privaten bei uns, das darf ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und warum haben wir die Privaten, die wir bei uns haben, bei uns? Weil das auch historisch gewachsen ist, weil das ein Großteil der Bestände ist, die Berlin veräußert hat. So, und wir haben natürlich auch Regularien im BBU, die deutlich machen, ob ein Unternehmen zu uns passt oder nicht zu uns passt. Also das kann man vielleicht sicherlich mal an anderer Stelle nochmal miteinander besprechen. Und im Grunde genommen gibt es da schon ein Grundgerüst an Dingen, die wir für notwendig erachten. Und wenn wir uns jetzt mal Durchschnittsmieten anschauen, dann sind die bei unseren Genossenschaften sicherlich am niedrigsten. Mit circa so 5,60 Euro, 5,70 Euro. Die Durchschnittsmiete liegt bei 6,30 Euro, also bei den Bestandsmieten jetzt. Und bei der Deuvo zum Beispiel liegt sie jetzt bei knapp unter 7 Euro. Ja, das sind tatsächlich die Durchschnittsmieten. So, dass das in dem dann bei den jeweiligen Unternehmen, also insofern, wenn Sie dann von 5,60 Euro, 5,70 Euro bis 7 Euro gehen oder etwas unter 7 Euro, dann ist die Spanne nicht groß und dann sind wir weg von dem, was auch in der Öffentlichkeit bedauerlicherweise auch immer wieder kommuniziert wird. Wir haben sogenannte Portalmieten, also ImmoScout. Wir hatten jetzt ja letztlich gerade eine Pressekonferenz zu unserem neuen Marktmonitor, der auch in Deutschland einzigartig ist, weil er eben in großem Umfang die tatsächlichen Mieten, die unsere Unternehmen nehmen, darstellt. Wir haben also eine Rücklaufquote bei unseren 700.000 Wohnungen von 95-96%. Das heißt, wir haben uns alle diese Mietverträge dann angeschaut. Ja, wir haben ja insgesamt auch noch Wohnungsbestände in Brandenburg und die kommen gleichermaßen damit rein. Also das ist wirklich ein extrem hohes Maß an Transparenz, was Sie in keinem anderen deutschen Bundesland so haben. Und das gilt, wenn ich an der Stelle auch mal so einen kleinen Ausflug nach Wien machen darf, das gilt im Übrigen auch für Wien. Wenn Sie sich Wien anschauen, dann ist das extremst intransparent. Sie haben ganz verschiedene Märkte. Die Wiener Wohnen hat ihren Neubau 2000, also das ist ein großes, das größte kommunale Wohnungsunternehmen in Wien, hat seinen Neubau 2004 eingestellt. Die haben seit der Zeit keinen Neubau mehr betrieben. Und ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber es ist echt schwierig. Und dann darf man bei Wien im Übrigen auch nicht vergessen, dass in Österreich grundlose Befristungen für Mietverträge vorgenommen werden können. Und danach können Sie nämlich in der Regel drei, vier Jahre sind die Mietverträge und werden dann nur wieder verlängert. So, aber ich will jetzt nicht abschweifen. Das heißt, wir reden hier wirklich von insgesamt niedrigen Mieten. Und wenn ich mir die Portalmieten anschaue, das heißt ImmoScout etc., dann sind das wirklich nur die Angebotsmieten in dem sogenannten Hochpreissegment. Da unsere Wohnungsunternehmen bieten kaum noch über Immoportale ihre Wohnungen an. Und insofern kommen wir jetzt immer wieder zu Verzerrungen, dass die Mieten unserer Unternehmen, und da gehört ja dann eben die von Ihnen angesprochenen Deuvo und Vonovia dazu, 30% unterhalb der Mieten liegen, die über diese Portalmieten dann immer wieder in die Öffentlichkeit gegeben werden. Vielleicht, Frau Jarach, ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon dazu oder sonst würde ich eben noch mal kurz das Thema Neubau senkt keine Mieten. Wollen Sie jetzt eben erst noch was dazu? Ganz kurz, Zwischenruf. Bitte. Okay, danke schön. Aber dann dann gehen wir noch mal zum Thema Energie und Verkehr. Gibt es zwei Fragen? Ich will nur ganz kurz eins klarstellen. Wir brauchen Neubau, völlig klar. Und zwar nicht nur in den Quartieren, sondern
auch in den bestehenden Quartieren durch Nachverdichtung im Bestand, insbesondere übrigens auch, weil Stichwort Versiegelung und Stichwort, die meisten Menschen wollen, wenn sie umziehen, in ihrem Sozialraum bleiben. Also wir müssen auch diese Potenziale nutzen. Wir brauchen mehr, anders und schnelleren Neubau. Aber das Argument, das immer wieder aus der Immobilienbranche kommt, dass man den Mietendeckel nicht braucht, die Mietpreisbremse nicht braucht und alles mögliche, alle möglichen regulativen Instrumente nicht braucht, weil man einfach nur bauen, bauen, bauen müssen, das stimmt eben in Berlin einfach nicht mehr. Also dieses, dass die Nachfrage, das Angebot regelt die Nachfrage, Modell funktioniert hier nicht mehr, weil der Markt komplett überhitzt ist in den letzten Jahren. Die Herr Beskin ist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, womit das zu tun hat, Finanzkrise und alle möglichen Dinge. Wir haben es aber eben mit einem Markt zu tun, der sich nicht mehr von alleine regelt und wo es tatsächlich so ist, dass auch zusätzlicher Neubau, den wir brauchen, die Mieten nicht alleine senkt. Deswegen brauchen wir beides. Und jetzt übergebe ich gerne wieder an Frau Kern, auch in dem Wissen, dass wir hier vor über allem über Stadtentwicklung und sprechen wollen und nicht über Mietenpolitik. Gut, jetzt Frau Kern noch mal ganz kurz zum Thema, war ja eine Frage. Ja, genau. Also Neubau und senkt keine Miete. Also ich würde schon noch mal Neubau, aber wir reden hier eigentlich über einen ausgeglichenen Markt, ja. Und deswegen sind wir als BBU, also das kann ich ja nun nach wie vor, es ist ja auch nachweislich mit Fug und Recht behaupten, ich bin die Erste gewesen in dieser Stadt, also ich für den BBU logischerweise vor 10 Jahren oder beziehungsweise 11 Jahren, die dann gesagt hat, wir brauchen Neubau in dieser Stadt. Ich bin damals wirklich für verrückt erklärt worden von vielen, auch von vielen aus unserer Immobilienbranche, weil wir damals gesehen haben mit unseren Zahlen, sind wir nämlich auf die 3% Leerstand gekommen. 3% Leerstand ist immer ein Ausweis dafür, dass ich einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt habe, einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt im Blick auf Nachfrage und Angebot. Ja, und da war erkennbar, es geht weiter nach unten. Ja. So. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man da viel eher drauf eingegangen wäre, viel eher drauf angesprungen wäre und viel mehr in den Neubau und in die Neubauförderung investiert hätte. Und ich finde es dann irgendwie immer schwer verkraftbar, ganz ehrlich, wenn ich dann höre, ja, Wien hat dies und jenes gemacht. Wenn wir Wiener Verhältnisse hier einführen würden, dann müssten wir das Sechsfache dessen, was wir heute, da reden wir über 200 Millionen Euro Förderung, die wir jetzt erst haben. Ja? Wir haben mit 40 Millionen aufgesetzt, Neubauförderung 2014, 2015. Da musste ich aber 5 Jahre für reden, dass man das endlich mal in die Wege umleitet. So, das ist jetzt nicht hier aus so einer betroffenen, beleidigten Haltung heraus, dass ich hier falsch verstanden werde. Aber das ist für mich immer so ein Punkt, mal bitte auch auf Experten hören. Einfach mal darauf hören, was die sagen, welche Zahlen sie auch anführen, weil wir wirklich darum bemüht sind als Verband, das eben sehr, sehr transparent zu machen. Und deswegen, ich meine, ich betreue auch das Land Brandenburg. Im Land Brandenburg, das glaubt man vielleicht hier gar nicht in Berlin, im Abstand von der Landesgrenze Berlin haben wir in 60, 50, 60, 70 Kilometern teilweise Leerstände in unseren Unternehmen von 20, 30%, die wieder steigend sind. Ja? Und deswegen kann ich schon genau sagen, es ist etwas zwischen Angebot und Nachfrage, was auch den Markt durchaus mitreguliert. Und wenn ich mir eben die Genossenschaft, also wenn nochmal ganz kurzes Wort zum Mietendeckel, das ist ja nochmal ein Sonderthema, das wollen wir Das können wir jetzt nicht, Frau Kern, das geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt nochmal zu den Fragen der Teilnehmenden kommen. Weil wir wollen über neue Stadtquartiere reden und darüber, wie die sozusagen jetzt ausgewogen, wie wir für die Zukunft die richtigen Incentives setzen. Es scheint ja so zu sein, dass vor 10 Jahren sehr viele, auch Frau Brahm, sehr gute Ideen hatten zu sagen, was muss sich hier eigentlich ändern und wie kommen wir in so eine nachhaltige Wohnungsbaupolitik rein. Jetzt hat sich Herr Beskin ohnehin gemeldet und gleichzeitig gibt es Fragen an Sie. Die eine würde ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, Herr Beskin, das ist die Frage, die Initiative Berlin autofrei. Kann man die integrieren, wenn es um neue Stadtquartiere geht? Die zweite Frage geht es um die Dezentralisierung der Energieversorgung. Wir haben das ja, Stichwort Passivhaus und so, auch von Heidelberg gehört. Und jetzt ist die Frage weg von Großstrukturen, RWE, Vattenfall und so weiter. Wie geht das? Planen Sie
Sie das? Lokale Versorgung von Quartieren, Stadtteilen und so weiter? Geht das mit Selbstverwaltung? Und die Frage dann vielleicht auch nochmal an Frau Brahm. Muss das ein Teil von Konzeptentwicklung sein? Herr Westen erstmal und dann bitte Frau Brahm. Ja, vielen Dank. Es ist ja, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen über das reden, was hier oft genannt wird, über Geld und dann auch noch mal ein bisschen über den Wohnungsmarkt. Die Kritik, dass Wohnungsneubau keine bezahlbare Wohnung schafft, ist nicht ganz falsch. Völlig richtig. Wir sind im Wohnungsneubau ist teuer, ist auch immer teurer geworden. Aber wir haben ein großes Problem in Berlin. Wir haben 380.000 neue Bürger. Und ganz viele Menschen von uns kommen ja aus Städten, die haben vielleicht 100, meine Heimatstadt Hagen hat 200.000 Einwohner. Wir haben zweimal meine Heimatstadt bekommen, dazu bekommen. Die sind jetzt alle hier, zweimal. So, wir haben 40.000 weniger Mietwohnungen in dieser Stadt, in der gleichen Phase. Das heißt, Wohnungen sind umgewandelt worden in Eigentumswohnungen. Wir haben, obwohl wir 130.000 mehr Wohnungen haben, wir reden über die letzten 20 Jahre. Das heißt, wir haben einen signifikanten Verlust von Mietwohnungen. Wir haben, Frau Kern, ich weiß nicht, ob ich Sie gerade richtig verstanden habe, ich habe dreimal gehört, ausgeglichener Wohnungsmarkt. Also sehe ich überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keinen ausgeglichenen Wohnungsmarkt. Wir haben einen maximal kapitalistisch galoppierenden Wohnungsmarkt. Wir haben hier im Tagesspiegel steht heute von unseren Kollegen von Empirica der Durchschnittspreis rund 5.000 Euro beim Wohnungsverkauf. Das sind alles Durchschnitte. Auch Ihre 7 Euro ist ein Durchschnitt. Ich habe selbst erwachsene Kinder, die auf dem Berliner Wohnungsmarkt sich dann als Studentin versorgen. Ich weiß nicht, wo Sie die Zahlen hernehmen. Trotz Mietendeckel, trotz Mietpreisbremse gibt es für signifikanten Anteil der Bevölkerung in Berlin und ich sage mal so für 2/3 keine Möglichkeit, umzuziehen. Ja, wir haben in Berlin mal vor 10 Jahren 400.000 Umzüge gehabt. Das heißt, die Stadt ist innerhalb von 10 Jahren einmal umgezogen. Jetzt haben wir noch 250.000. Das heißt, das sind doch alles ganz konkrete Zahlen, die aufweisen, die Menschen, die in dieser Stadt umziehen müssen, weil die Wohnung zu groß geworden ist oder zu teuer oder sie wollen zusammenwohnen. Und das ist ein Riesenproblem, das haben wir einfach nicht. Wir hatten 45% der Wohnungen von 2 Millionen. Haben Singles bewohnt. Heute sind es 53% von 2,1 Millionen Wohnungen, wohnen 53% ein Mensch drin. Das sind Riesenprobleme auch der weltweit und auch in Deutschland beobachteten Urbanisierung. Und da kann man nicht sagen, wir machen nur Mieterschutz. Wir brauchen neuen Wohnraum für genau diese Menschen. Und mein Paradigma ist, sagt, ja, lass es uns doch machen. Es ist bezahlbar. Die Zinsen sind exorbitant niedrig. Ja, also als ich angefangen habe vor 25 Jahren, waren wir bei 6,5%. Und wenn Sie mal eine Generation zurückkommen, die kennen Zinsen von 8-9%. Das wäre heute Wucher, würden Sie für ins Gefängnis kommen. Oder andersrum, das sind Mezzaninkapitalzinsen. Und das ist auch ein großes Problem von institutionellen Investoren, die jetzt mit Mezzaninkapitalansprüchen und Gewinnverwertungsansprüchen in dieser Stadt maximal unterwegs sind und dann sagen, das ganze Soziale, die ganze Infrastruktur, Kulturelles kann ich gar nicht bezahlen. Könnte ich auch nicht. Wenn ich 8% Mezzaninkapital bezahlen muss, kann ich das auch nicht. Womit wir finanzieren, das Land Berlin hat ein Förderprogramm, gar nicht verkehrt, unter 1%. Das Land Berlin kann sich refinanzieren zu 0%. Wir haben kommunale Refinanzierungszinssätze, ja. Und wenn ich höre, dass die Amerikaner gerade 2 Billionen Dollar drucken, die EU hat gut, Milliarden jetzt und bitte, Millionen. Jetzt, Herr Besken, bitte nochmal zur Fazit, Frage Fazit, Selbstversorgung ja, von Soziales neuen Stadtquartieren. Ja, Soziales ist teuer, Kultur ist teuer, Infrastruktur ist teuer, aber sie ist durch die exorbitant niedrigen Zinsen, und die sind ja mehr als 50% gesunken, bezahlbar, wenn wir die Marktzinsen durchleiten und nicht durch 3-4 Gewinnaufschläge dann wieder so verteuern. So, sehr gut. Autofrei, ja, autofrei und Energie. Autofrei hatten wir vor 20 Jahren schon, Eldenaer Straße, gab es eine Initiative, die wollte autofrei wohnen. Auch das Entwicklungsgebiet ist zu teuer entwickelt worden, hat nicht funktioniert. Ja, wir können autofreie Quartiere entwickeln. Und ich sage gar nicht, wir sind gar kein Autofeind. Ich würde auch nicht autofrei, autoarm. Ich würde immer sagen, Mobilität stark. Die Bürger in Berlin brauchen in Stadtquartieren kein Auto, kein eigenes Auto. Wir müssen lernen zu teilen. Wir haben in Berlin den Hotspot der europäischen Sharing-Modelle. Alle Firmen, die geteiltes Fahren, Fahrräder, Autos, Lastenfahrräder anbieten, sind in Berlin. Das können wir nutzen. Wir haben eine starke BVG, eine sehr, sehr starke BVG, die mehr kann, als sie darf. Die BVG hat
On-Demand-System entwickelt mit dem Bergkönig. Die BVG arbeitet gerade an Bergkönig 2. Das heißt, wenn ein Bürger nicht an einer ÖPNV-Haltestelle wohnt, kann er über den Bergkönig dann zu einer ÖPNV-Haltestelle gefahren werden und zahlt dafür nichts. Das sind Modelle, die finde ich gut, die finde ich richtig, die dafür sorgen, dass die Menschen kein eigenes Auto brauchen. Übrigens, 3/4 der Berliner Haushalte haben gar kein eigenes Auto. Das nur noch mal nebenbei. Dezentrale Energie ist ganz wichtig. Ja, funktioniert, machen wir auch. Das heißt, was wir in Gartenfeld machen, wir haben eine integrierte Planung. Wir entwickeln ein Stadtwerk. Das heißt, wir haben eine Sektorenkopplung von Energie, also von Wärme, Wasser, Kälte und Mobilität und nutzen diese Synergieeffekte für diese ganze Größe der Insel Gartenfeld mit seinen 53 Hektar, um ein dezentrales Stadtwerk aufzubauen. Wir sind nicht angewiesen auf zentrale Energie oder große Energieversorger. Wobei man darf nicht verkennen, dass es natürlich auch nur die Großen sind, die sich gerade da auch bewerben, solche komplexen Stadtquartiere und Stadtwerke zu bewirtschaften. Aber wir haben selbstverständlich eine dezentrale Ausrichtung, quartiersbezogen. Wunderbar. Gleich nochmal weiter an Frau Brahm. Sind das Dinge, die man mit Konzeptverfahren besser steuern kann? So please unmute yourself. Jetzt. Natürlich, auf jeden Fall. Also das sind natürlich Inhalte für Konzeptvergaben. Ich möchte noch mal einmal betonen, die jetzt vielleicht teureren Neubauwohnungen sind in 30 Jahren spätestens die günstigen Wohnungen von morgen. Also das heißt, wir müssen einfach müssen diese Brücke schlagen, auch in die Zukunft, das auch so sehen. Und deswegen ist es auch einfach so wahnsinnig wichtig, Spekulation mit diesem Neubau zu verhindern irgendwie, weil jetzt wird investiert und jeder kann sagen, ich nehme das auf mich und mache diese Investition, aber wenn das wieder in 30 Jahren uns als flöten geht, wie wir das leidvoll erlebt haben, dass wir geförderte Wohnungen verlieren aus den Bindungen und so weiter, dann haben wir das gleiche Problem auch in den neuen Stadtquartieren. Und da möchte ich ganz unbedingt auch nochmal auf das Erbbaurecht kommen, weil das kommt ja an der Stelle immer, auch Herr Dr. Lang hat das gestern gesagt, natürlich in die Rolle, dass das Land eben in öffentlichem Besitz bleibt und dass es Nutzungsbindung geben soll. Und ich fand es gestern ziemlich interessant, dass wir ja auch das Siemens-Quartier vorgestellt bekommen haben als private Entwicklung. Und da wird ein Drittel geförderter Wohnungsbau, also leistbarer Wohnungsbau, über die kooperative Baulandentwicklung sichergestellt. Das sind am Ende städtebauliche Verträge und die halten, wenn sie 25 Jahre halten, ist das lang. Vielleicht ist der Förderzeitraum 30 Jahre für die geförderten Wohnungen, aber im Grunde in so einem privaten Quartier, nur um das mal uns allen ganz deutlich zu machen, wo der Boden privat ist, gehört Siemens, können wir das nicht wirklich länger sichern, dass wir da geförderten Wohnungsbau haben und jetzt da rein investieren. Und es kann sein, dass er in 30 Jahren auch wieder flöten geht. Und das ist etwas, dem man unbedingt entgegenwirken kann, durch eben diese Nutzungsbindungen im Erbbaurecht, dass wir halt sagen, wenigstens für die Dauer des Erbbaurechts, was auch nicht für immer ist, aber ich meine, für immer kann man sowieso nicht Sachen vorbestimmen, aber dass man eben für die Dauer des Erbbaurechts tatsächlich eben auch leistbare Wohnungen sichert. Und deswegen habe ich in meinem Eingangsstatement auch nochmal drauf gedrängt, dass wir unbedingt dieses Erbbaurecht auch dahin entwickeln müssen, weil das ist durchaus nicht so total selbstverständlich, dass das einfach nur, also da gehören auch noch ein paar Formulierungskünste dazu, dass wir das wirklich auch hinkriegen, auch gerichtsfest hinkriegen, dass eben es wirklich eine dauerhafte Bindung geben kann. Ich bin da ganz sicher von überzeugt und das sind andere auch, aber Berlin hat sich das zum Beispiel selber zur Aufgabe gemacht. Es gibt ein Modellförderprogramm dauerhafte Bindungen über Erbbaurechte. Das war letztes Jahr im Haushalt. Ich würde es einfach mal hier einwerfen, weil ich habe nichts wieder davon gehört. Und das finde ich in Bezug auf die neuen Stadtquartiere einfach immens wichtig. Man muss sich die Sachen jetzt entwickeln, damit man die dann auch hat. Und
So, da sehe ich irgendwo so ein bisschen so ein Schleifen lassen. Ich sehe da, ja, ich sehe da einfach, dass wir da mehr darauf drängen müssen. Das zu den Erbbaurechten. Ich möchte auch nochmal die auf die Akteursvielfalt kommen, weil wir jetzt hinterm BBU verstecken sich ja so viele, viele Unternehmen und man kriegt da nicht so einen richtigen Blick, wer ist jetzt eigentlich unser Gegenüber beim Bauen. Das finde ich, ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig für die Art und Weise, wie Berlin, also wie Berlin tickt. Wir haben ja in Berlin eigentlich im Moment noch so eine Innenstadt-Arroganz, würde ich mal so sagen. Also so, wir leben in Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Friedrichshain oder irgendwie so. Aber diese neuen Stadtquartiere, die müssen ja auch so werden eigentlich. Also so, das ist ja zumindest, würde ich mir das manchmal ganz persönlich, ich würde mir das wünschen, dass das im Grunde solche Kieze werden, die auch mit diesen jetzigen Kiezen wirklich konkurrieren können. Und dafür brauchen wir nicht nur ganz unterschiedliche Bauherren, sondern wir brauchen auch ganz unterschiedliche Betreibermodelle. Also so, ich stelle mir auch das Mietshäuser-Syndikat in den neuen Stadtquartieren vor. Ich stelle mir Geflüchtetenwohnen vor. Ich fand es wahnsinnig interessant, dass aus Heidelberg, die gesagt haben, in Oberbillwerder haben sie gesagt, wir machen Interessenbekundungen für ganze Baufelder, wo sich wieder verschiedene Akteure zusammenfinden, die eben auch kleinteilige, also dass man wirklich in so eine kleinteilige Struktur kommt, wo viele Leute Verantwortung übernehmen, dann kriegen wir auch viele, also dann ist das Spektrum dessen, was man anbieten kann, einfach auch viel höher. Und das vielleicht als letzten Satz dazu, in Berlin werden natürlich jetzt in der jetzigen Legislatur und auch schon vorher natürlich die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in ganz hohem Maß mit dem Wohnungsbau beauftragt. Das ist verständlich, weil da ja auch so viel Verlust war und da was neu aufgebaut werden muss, aber es erdrückt auch die andere Seite der privaten Entwickler. Also ich finde wirklich Widmungen von Grundstücken auch für die jungen Genossenschaften, also so nicht nur die Großen, die vielleicht auch mit der Investition, mit der Finanzierung auf andere Sachen zurückgreifen können, sondern die jungen Genossenschaften, dass wir da im Grunde so wie in München einfach auch so eine neue Welle der neuen Bauherren irgendwie hinbekommen, irgendwie, dass sie wachsen können an dieser Chance, die da eigentlich ist. Wunderbar, danke Frau Bram. Jetzt hatte sich Frau Kern nochmal gemeldet. Ich nehme aber an, nochmal zu dem vorigen Thema. Sie haben nochmal das Wort und dann würde ich gerne mal einen harten Schnitt machen und nochmal auf ein Thema, was wir am Anfang öfter hatten, vertikale Stadt. Dazu gibt es Fragen und das ist ja für Berlin wirklich eine Zentrale. Frau Kern, Sie haben aber nochmal das Wort. Ja, vielen Dank. Nein, ich wollte nochmal das klarstellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben, Herr Besken. Da haben Sie mich völlig falsch verstanden. Ich habe gesagt, wir haben den 2010 gehabt, als wir das angemerkt haben, weil wir gesagt haben, bitte, jetzt brauchen wir Neubau. Und ich denke mal, es ist eigentlich allen einleuchtend. Es ist wie wenn Sie zu einer Party einladen und dann kommen statt der eingeladenen 10 kommen 20, dann brauchen Sie auch mehr Essen. Das heißt, wir brauchen auch einfach mehr Wohnungen in dieser Stadt. Und insofern ist dieser Neubau ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da will ich nur noch mal, und das, was Herr Beskin eben angeführt hat, die Sharing-Modelle, bin ich absolut dafür. Das ist wirklich auch ein ganz großes Prä der Stadt Berlin, dass man hier jetzt auch einen Umdenken auch der jüngeren, also schon Berliner generell, aber auch der jüngeren Generation haben im Blick auf die Nutzung von Autos, ja, also im Blick auf den Wunsch nach einem Eigenheim, das ist ja bei neueren Befragungen immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt, aber bei einem Wunsch nach einem eigenen Auto hat sich das gegenüber den letzten 20, 30 Jahren deutlich verändert in eine sehr positive Richtung, dass man eben kein eigenes Auto mehr haben möchte. Und ich will jetzt eben ganz kurz noch ein
eingehen auf das Thema Akteursvielfalt. Ich halte das für wichtig und das haben wir auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Hamburg. Da wird die Akteursvielfalt wird ganz hoch gehalten und da werden eben nicht nur einzelne Gruppen mit eingebunden. So, was meint das ganz konkret? Also Berlin ist wirklich so, dass die städtischen Gesellschaften jetzt zuletzt fast 6.000 Wohnungen pro Jahr gebaut haben. Das ist wirklich ein Riesenergebnis, was sie geschafft haben. Das ist wirklich toll innerhalb dieser doch relativ oder mit diesem relativ kurzen Vorlauf so. Aber man kann den Neubau in Berlin nicht nur durch die städtischen Gesellschaften generieren, sondern das sind auch andere, die damit ins Boot müssen. Und da bin ich auch bei Frau Brahm. So, da gehören sicherlich Baugruppen auch dazu, schaffen aber in der Regel nicht die Mengen, die wir brauchen, so, aber die Genossenschaften müssen eingebunden werden. Und das sind sie in der Vergangenheit jetzt nicht in den letzten Jahren. In dieser Legislaturperiode kann ich das einfach wiederholt nicht feststellen. Sie haben immer wieder angemerkt, sie möchten gerne und würden mehrere hundert, also bis zu 2000 Wohnungen eben auch pro Jahr bauen wollen, kriegen keine Grundstücke dafür. Und werden auch ansonsten, ich sage mal, in größeren Projekten nicht in dem Umfang oder eigentlich kaum eingebunden. Es wird immer wieder gesagt, man möchte es, aber es wird tatsächlich nicht umgesetzt. Und die wenigen Grundstücke, die ihnen mal angeboten worden sind, das ist eine verschwindend geringe Menge. Und da bin ich dann jetzt nochmal auf zu dem Thema Erbbaurecht. Die Wohnungsgenossenschaften haben mehrfach gesagt und immer wieder gesagt, dass das Erbbaurecht für sie nicht in Frage kommt. Warum nicht? Weil sie zum einen erstmal sehr negative Erfahrungen in den vergangenen Jahren gemacht haben damit und jetzt aktuell auch immer noch mit Erbbaurechtsverträgen, die sie ja schon vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren abgeschlossen haben, dass es da zu exorbitanten Steigerungen des Zinses kommt. Es ist in den letzten Jahren permanent, was den Erbbauzins anbelangt, davon geredet worden, bei 4,5%. Jetzt ist er abgesenkt worden auf 2,5. Vielleicht wird er auf 2% abgesenkt. Also alles keine zuverlässige Zahl. Die Laufzeit für die Erbbauverträge war zuletzt bei 30 Jahren im Gespräch für die Wohnungsgenossenschaften. Eine Wohnungsgenossenschaft, die einen Erfahrungshintergrund hat von, und das haben viele unserer Alten, wir sind ja die Genossenschaftshauptstadt in Deutschland, über 80 Genossenschaften gibt es, die haben Erfahrungshintergründe von 130, 140 Jahren, ja, oder 100 Jahren, die werden ihre Bestände nicht veräußern. Und die Wohnungsgenossenschaften stehen nachweislich für die Schaffung preiswerten Wohnraums. Und dafür wird bedauerlicherweise nichts gemacht. Und mit dem Mietendeckel sind sie in ihren Handlungsoptionen noch eingeengt worden. Und da haben ja auch Wohnungsgenossenschaften von uns dann gesagt, okay, das geplante Gebiet, den geplanten Neubau, können wir wegen der Einbußen, die wir jetzt durch den Mietendeckel haben, weil in geringem Umfang sicherlich Mieten abgesenkt werden, können wir die Planungen, die wir im Auge gehabt haben, leider Gottes nicht umsetzen. Das finde ich extremst bedauerlich. Gut, dann sehen wir hier noch einen weiteren Zielkonflikt, der sich auftut. Jetzt gibt es mal eine kurze Abwechslung, mal eine Bitte und Frage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihren Laptops und Bildschirmen. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und auch sich jetzt zu melden, wenn Sie in das Q&A reinschreiben, Meldung. Dann nehmen wir Sie auch gerne mit hier ins Bild, aufs Panel, wie wir das auch bei den anderen Panels hatten. Also herzliche Ermunterung nochmal an Sie. Wir behalten diesen Konflikt zwischen Erbbaurecht auf der einen und Genossenschaften auf der anderen mal im Hinterkopf und widmen uns mal bitte dem Thema vertikale Stadt. Da gibt es Fragen an Bettina Jarasch, aber ich würde auch gerne an Thomas Beske nochmal weitergeben, weil ich weiß, dass er ja auch in Kreuzberg ein Hochhaus, Holzbau und so weiter plant. Also vielleicht können wir das sogar verbinden. Das scheint jetzt vordergründig nicht zusammenzupassen, vertikale Stadt und Holzbau, aber ich glaube es schon. Bettina Jarasch, was ist der Ansatz der Grünen bezüglich der vertikalen Stadt? Es werden Hochhäuser projektiert. Stichwort ist auch das Hochhaus-Leitbild. Wenn jetzt schreibt Gute, das fragt Matthias Osthaus und Gunhild München sagt, wenn höhere Häuser, bedeutet das nicht weniger Flächeneffizienz gegen gebaute, gegen nutzbare Fläche?
zum Beispiel mehr Liftschächte. Und wenn die Verkehrsfläche außen herum eher von der Einwohnerzahl bestimmt ist, ist hier auch nicht die super Flächeneinsparung. Also kann man das wirklich alles im Keller von Tiefgaragen verbuddeln, ist Ihre Frage. Und diese beiden Fragen würde ich jetzt Stichwort, wie stehen die Grünen zur vertikalen Stadt und die Frage, was kann man da auch an ökologischer Modernisierung mit einbauen, dann an Thomas Beskin. Erstmal Bettina, bitte. Also ich bin sehr in Versuchung. Ich weiß nicht, ob wir nochmal, ich komme zum vertikalen Bauen, versprochen, ja, zur vertikalen Stadt. Ich muss eine, und ich will es jetzt mal positiv formulieren, nur um auch klarzumachen, worin wir hier in Berlin weiterarbeiten können. Ich will das nicht so stehen lassen, weil ich nicht sicher bin, ob wir zu dem Thema angesichts der Zeit überhaupt nochmal zurückkommen, Ellen. Ich sage mal so, wir möchten aus, das, was Frau Brahm jetzt gesagt hat zum Thema Erbbaurecht und jetzt die weiterentwickeln, Konzeptvergaben weiterentwickeln, jetzt die Zeit nützen, mache ich nur ein Ausrufezeichen dahinter. Es ausdrücklich richtig ist, wenn wir dieses Instrument intensiver nutzen wollen, dürfen wir das jetzt nicht versäumen. Wir werden, die Landesunternehmen haben das Bauen jetzt wieder gelernt. Man muss dazu sagen, das wurde hier auch schon gesagt, sie haben es viele Jahre nicht getan. Die Kompetenzen sind bei einigen da, bei anderen weniger, muss man auch mal ehrlich sagen. Wir sagen ausdrücklich, Stichwort Akteursvielfalt, wir wollen, dass Genossenschaften, Stiftungen, wir wollen, dass alle gemeinwohlorientierten Akteure bauen können. Und wir wollen da auch verstärkt zusammenarbeiten. Und ich biete hier, Frau Kern, das gilt genauso wie für Sie, wie Frau Brahm und Herrn Beskin, wir wollen ein Bündnis mit den Genossenschaften, den Stiftungen, den gemeinwohlorientierten Trägern schließen und auch wissen, welche Bedingungen es braucht, damit sie langfristig gemeinwohlorientiert und auch bezahlbaren Wohnraum anbieten können und sich da bereit sind, auch langfristig zu binden. So, gleichzeitig muss ich sagen, Klagen der Genossenschaften gegen den Mietendeckel, das als eine letzte Anmerkung zu diesem Thema, ja, gebe ich zu, hat uns natürlich geärgert, weil ich halte den Mietendeckel als Notbremse für richtig. Gleichwohl waren es die Grünen, die ganze Zeit darum gekämpft haben, nicht nur, dass wir Genossenschaften auch stärker zum Zug kommen bei Vergaben von Grundstücken und so weiter, sondern auch, dass wir einen von unten atmenden Deckel bekommen. Das heißt, dass die wirklich günstige Mieten unter dem Mietspiegel verlangt haben, dass die sogar erhöhen dürfen. Da wurden wir von unseren Koop-Partnern aber heftig ausgebremst und da hätte ich mir auch mehr Unterstützung von Ihnen vorstellen können. Und es gibt viele junge Genossenschaften, die haben nicht geklagt. So, das will ich hier nur einfach nochmal der Vollständigkeit halber dazu sagen und vertikales Bauen. Wir sagen ganz ausdrücklich, sagen auch wir natürlich, wir müssen mehr in die Höhe als in die Breite bauen. Das können auch an einzelnen Stellen Hochhäuser tatsächlich sein. Es ist so, für uns ist es ganz wichtig, dass wir auch in der Bauwende vorankommen. Also wiederum Stichwort Klimaneutralität. Und das heißt, wir reden auch über Baustoffe. Und da gibt es bisher wenige Beispiele dafür. Also da gibt es sehr gute Beispiele dafür, dass man Holzbau beispielsweise auch bis zu einer Traufhöhe sehr gut machen kann. Es gibt noch weniger Erfahrungen, dass man auch bezahlbar und nachhaltig bauen kann. Stichwort Zement, Ausrufezeichen, in Hochhaushöhen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das, was beispielsweise Thomas Beskin uns da jetzt beweisen wird. Denn für uns ist das eben die entscheidende Frage. Wie gesagt, wir werden, wenn wir in Klimaneutralität schneller werden müssen, als wir es uns jetzt vorgenommen haben, dann müssen wir bei jedem Gebäude, bei jedem Projekt hinschauen. Und wir wollen ja auch ein Klimabudget in Berlin einführen. Das heißt, dass bei allem, was getan wird in Berlin, der CO2-Preis mit eingerechnet wird. So, und auch ein begrenzender Faktor dann ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was Herr Beskin sagt, was da geht. Und der hat jetzt das Wort. Vielen Dank. Das Bauen in die Höhe ist genauso komplex wie das Bauen in der Horizontale. Und es ist völlig richtig, was jetzt gerade auch aus dem Publikum kam. Das darf nicht sein, wenn man in die Höhe geht, dass man dann Verkehrsflächen im Umfeld braucht, was dann wieder Gemeinschaftsflächen, Parks dann wieder wegnimmt. Und das Berliner Hochhausleitbild setzt da Leitplanken. Das heißt, es ist auch umbenannt worden. Es sollte ja ein Hochhausentwicklungsplan sein, laut Koalitionsvertrag. Und ich finde es auch richtig, dass es keinen Hochhausentwicklungsplan gibt. Denn wenn wir jetzt einen Hochhausentwicklungsplan bekommen hätten, wo festgesetzt wird, da gibt es ja
Ideen, dass rund um den Berliner Stadtring, um den S-Bahn-Ring Hochhausquartiere entwickelt werden dürfen, dass dann per se die Bodenpreise sofort in die Höhe gehen, überall da, wo der Entwicklungsplan aufzeigt, hier darf ein Hochhaus gebaut werden. Und dann ist es schon wieder zu spät, weil dann der Bodenpreis wieder so teuer wird, dass wir das, was das Hochhausleitbild auch vorgibt, die Mischung auch in der Vertikalen gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, da muss man schon ein bisschen intelligenter rangehen und vor allen Dingen auch vorsorglicher, dass man die Grundstücke dann übernimmt, wenn sie noch kein Hochhausbaurecht haben. Und dann ist das natürlich ein Risiko, in die Entwicklung zu gehen, aber auch nicht dann, wenn man kooperiert mit der Stadt, mit dem Bezirk und das gemeinsam macht. Wir haben das vor 6 Jahren angefangen, noch damals mit der alten Regierung, und haben das im quasi als Reallabor die Frage gestellt, kriegen wir die Qualitäten einer horizontalen Stadt, wo Menschen sich begegnen, wo sie miteinander reden, wo sie Gemeinschaftsflächen haben, bekommen wir die auch in die Vertikale, das heißt keine monostrukturierten Hochhäuser, schon gar nicht Bürotürme, aber auch nicht monostrukturierte Wohnhäuser, wo schmale Fluren sind, wenig Gemeinschaftsfläche. Und das haben wir jahrelang untersucht und haben das dann auch mit dem Baukollegium des Landes Berlins weiterentwickelt, haben uns eingelassen auf einen städtebaulichen Wettbewerb und von den 14 Arbeiten, die von internationalen Architekten kamen, haben wir 6 Hochhausquartiere bekommen, die alle 6 umsetzungsfähig sind und die alle 6 die Mischung haben, die alle 6 darauf eingehen, dass auch die Nachbarschaft ein Angebot braucht und nicht nur dieses Hochhausgrundstück. Das heißt, auch hier wieder die Öffnung des privaten Grundstücks für die Öffentlichkeit, ein hoher Anteil an Sozialraum. Wir haben mit dem Bezirk Kreuzberg die Frage gestellt, welchen Bedarf hat denn die Stadt selber und der Bezirk? Und wir haben 6.000 Quadratmeter genannt bekommen, also bezirkliche Einrichtungen, die in diesem Quartier fehlen, die alleine in diesem Hochhaus untergebracht werden können. Und mit der Mischung, die wir anstreben, 2 Drittel zum Selbstkostenpreis, 1 Drittel nutzen wir die Markttendenzen, um dazu quer zu subventionieren, aber auch mit dem frühzeitigen Einkauf des Grundstücks ohne Baurecht, das heißt ein deutlich niedriger Preis und vor allen Dingen mit der Finanzierung, dass wir deutlich unter 2% finanzieren können, rund um 1%, können wir diese Mischung nicht nur denken, wir können sie sogar garantieren und im vorhabenbezogenen Bebauungsplan müssen sie das auch. Sie müssen, wenn sie das Baurecht erlangen wollen, eine geschlossene Finanzierung nachweisen. Das ist auch das Regulativ der Stadt, den Beweis, den wir antreten müssen, dass wir nicht nur eine Mischung denken und dann wird es doch gewinnmaximiert verwertet. Das ist das, was Daniela Brahms ja gerade völlig richtig gesagt hat, dass man ja nicht nur denken muss, wer baut heute, sondern wie sind denn die Zweit- und Drittverwertungstendenzen, die wir ja in den letzten 10 Jahren beobachtet haben, wie sind die zu stoppen? Und das geht eben nur mit Projektträgern wie Genossenschaften. Die Genossenschaft sind der Fels in der Brandung der Wohnungswirtschaft in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, und zwar nur die Genossenschaften. Und das sehen wir an den Durchschnittsmieten und das sehen wir auch an dem Standard, an den Qualitäten. Und deshalb ist das auch einer unserer Schwerpunkte im Wohnhochhaus, dass wir auch hier versuchen, eine Trägerschaft zu bekommen, die nicht gewinnmaximierend unterwegs ist, sondern ausdrücklich den Verzicht auf Gewinnmaximierung übt, sondern zum Selbstkostenpreis die Möglichkeiten, die wir haben, über den Finanzmarkt weiterleitet in dann die sogenannte Kostenmiete. Und auch dort werden natürlich 1 Drittel zu 6,50 Euro generiert. Auch dort findet Kultur statt, auch dort findet Soziales statt. Wir haben das in der Horizontale jetzt mehrfach bewiesen, in Weißensee mit dem Holzbauquartier, das erste Stadtquartier aus Holz. Und deshalb ist der nächste Schritt, dann in die Vertikale zu gehen, auch kein Labor, auch kein Experiment, sondern geübtes Unternehmertum, sag ich mal. Wunderbar. Jetzt gibt es interessante Fragen, die, glaube ich, für alle zu beantworten sind. Und zwar, wäre es nicht sinnvoll, eine engere Kooperation mit Brandenburg in Bezug auf den Wohnungsbau zu suchen? Die permanente weitere Verdichtung der Stadt konterkariert Klimaschutz und Wohnqualität. Es gibt gute Vorschläge zur Entwicklung des Stadtumfeldes, siehe Manifest unvollendete Metropole. Dazu gehört aber auch eine angepasste zeitnahe Verkehrsplanung und eine gute Anbindung neuer urbaner Zentren außerhalb der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzustellen, fragt Thomas Eller. Ich finde, das ist eigentlich eine Frage für alle. Bettina, du hast dich schon gemeldet, aber Frau Kern, die ja sowieso mit Berlin und Brandenburg parallel befasst ist, kann da sicherlich auch gerne was zu sagen. Bettina. Ah. Ja, gut, ja. Wenn ich zuerst darf, dann mache dann sehr gerne. Ausdrücklich ja. Wir haben
Berlin ist ja noch wie ein Siedlungsstern gebaut, mehr oder weniger. Das heißt, entlang der Straßen und der ÖPNV-Trassen ins Land Brandenburg hineingebaut. Und wenn wir heute über Versiegelung schon gesprochen haben, auch über eine gemeinsame Entwicklung, die wir nicht wollen und gleichzeitig wollen, dass der Verkehr eben über den ÖPNV, über die Schiene stattfindet, dann ist es ganz klar, dass wir gezielt gemeinsam mit Brandenburg dafür sorgen müssen, dass die Metropolregion sich vor allem also entlang der ÖPNV-Trassen entwickelt und dazwischen der Raum nicht wahllos versiegelt wird. Das sage ich auch im Blick auf den Leerstand, den es in Brandenburger Gemeinden zum Teil gibt. Auch das muss gleichzeitig mitbedacht werden natürlich, dass es auch da eine Entwicklung mit urbanen Akzenten gibt, eine Lebendigkeit, die den Leuten auch dort, das ist eine Mischung von Wohnen, Einkaufen, Freizeit und sogar Arbeiten ermöglicht. Und eine neue Entwicklung würde ich hier gerne noch sagen, ich glaube, das ist eher eine Chance. Die Corona-Krise hat ja einige Gewohnheiten verändert, unter anderem auch, Stichwort Homeoffice, tatsächlich wieder dazu geführt, dass viel, viel mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, nicht mehr jeden Tag in die Stadt reinfahren oder in ihr Büro fahren. Das wird natürlich in den Innenstädten, ist das die Frage, wie wir mit diesen frei werdenden Räumen umgehen und wie wir auch eine Verödung der Innenstädten verhindern. Aber für die gemeinsame Entwicklung mit Brandenburg kann das natürlich auch eine große Chance sein, weil das eben bedeutet, dass Menschen gar nicht mehr jeden Tag pendeln müssen quasi zu ihrem Arbeitsplatz. Dann ist aber umgekehrt umso spannender, was sie dann vor Ort auch an Angeboten haben. Und nur dann wird es interessant. Insofern würde ich ausdrücklich sagen, ja, wir müssen viel, viel intensiver diese ganze Entwicklung zusammen mit Brandenburg denken, als es bisher passiert ist. Die Chancen liegen quasi auf der Hand, wenn man sich Berlin von oben anschaut. Ich habe mir die Ausstellung des Architekten- und Ingenieurverbands zur unvollendeten Metropole angeschaut. Und wenn man sich diese Luftbilder anschaut, dann liegt es wirklich auf der Hand, was da zu tun ist. Frau Kern. Ja, wunderbar. Also die Ausstellung haben wir auch mit unterstützt und insofern ist es mir jetzt alleine schon, weil wir ja auch diejenigen, die als Zwei-Länder-Verband unterwegs sind, ein Anliegen, da das Wachstum auch gerechter zu verteilen. Und wenn man sich dann anschaut, was eben vor 100 Jahren in der Planung gemacht worden ist, dann ist das mit dem Siedlungsstern, dann ist das echt genial. Und das wünsche ich mir im Endeffekt für die nächsten 50 oder 100 Jahre eigentlich nochmal an dieser Stelle. Also wir setzen uns oder ich persönlich setze mich jetzt auch sehr lange schon dafür ein, dass wir da stärker ins Gespräch kommen zwischen den einzelnen oder mit den beiden Bundesländern. Wir haben da verschiedene Formate auch aufgesetzt. Es wird als Thema wahrgenommen, für meine Begriffe aber immer noch viel zu wenig und viel zu wenig intensiv. Ich denke gerade im Bereich der Digitalisierung und jetzt mit der Corona-Krise ist das, was Frau Jarasch angesprochen hat, das Thema des mobilen Arbeitens ganz stark in den Vordergrund getreten. Also von daher werden sich die Lebenswelten, was das Arbeiten anbelangt und auch das Pendeln, das wird sich in Zukunft verändern. Unsere Unternehmen denken, wir hatten jetzt gerade eine Umfrage gemacht im Januar zum Thema mobilen Arbeiten. Und da gibt es eben auch schon wirklich viele Überlegungen, dass man dann, im weiteren Metropolenraum auch dann über eine andere Nutzung von leerstehenden Wohnungen nachdenkt, ja, dass man die dann möglicherweise auch für das Einsetzen von Arbeitsplätzen dann überlegt. Also das ist, dass man über Desk-Sharing-Modelle und so weiter nachdenkt. Also das ist schon wirklich ein großes, großes Thema. Wenn wir dann aber die stärkere Vernetzung nachdenken, dann ist es so, dass wir in eine andere ÖPNV-Taktung rein müssen und sicherlich auch nochmal an das Thema der Preise für die Jahreskarten da nochmal sorgen müssen. Das ist etwas, was wir jetzt auch schon, ich glaube, mindestens schon 8 oder 9 Jahre auch fordern. Das halte ich für einen wesentlichen Ansatz, um das auch attraktiver zu machen. Also ich denke, wir müssen uns definitiv in Berlin und Brandenburg als eine Metropolregion sehen, die wir sind, und stärker miteinander ins Gespräch kommen. Aber ich sage Ihnen nur jetzt aus der direkten Erfahrung heraus, in Brandenburg ist das Entgegenkommen größer, als ich das bislang in Berlin erlebe. In
vielen, muss ich mal so hart sagen, in vielen Punkten. Bin da jetzt auch gerade aktuell wieder in einigen Arbeitskreisen drin, um dieses Thema wirklich nochmal ganz präsent nach vorne zu bringen. Danke. Ach so, vielleicht eine Sache nochmal zum Holzbau. Genau, das gehört nämlich auch noch dazu. Also wir haben ja beim Holzbau, und Herr Besken hat es ja schon angesprochen, das betreiben wir im Übrigen auch, um da auch technologieoffen zu sein und eben uns für ökologische Baustoffe einzusetzen, dass wir ja mittlerweile wirklich auch in einem großen Umfang wirklich hohe Häuser, die über die Hochhausgrenze hinausgehen, bauen können in Holzbau. Und wir haben das mit unserer, wir machen jetzt seit 10 Jahren oder eher seit 10 Jahren machen wir Neubautagungen, haben das also mehrfach schon vorgestellt, was in Holzbau möglich ist. Und da sind eben auch Österreich, Schweiz deutliche Vorreiter gewesen, auch der süddeutsche Raum. Und Gott sei Dank ist das jetzt in Berlin angekommen. Und ich glaube, wir haben gerade eben auch genügend Ressourcen im Brandenburgischen, um da auch für den Holzbau dann den Rohstoff zu generieren. Danke. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage, die eigentlich an Herrn Besken offensichtlich gestellt ist, von Herrn Osthaus, mal an Frau Brahm zuerst stellen. Wie kann man verhindern, dass öffentlicher Raum immer mehr durch private Interessen überformt wird? Frau Brahm erstmal und dann Herr Besken. Also ich weiß nicht ganz genau, was der Fragestellende da so sich genau darunter vorstellt. Das weiß ich auch nicht, so eine kurze, knackige Frage. Wir haben ja alle private Interessen im öffentlichen Raum. Also so, das ist natürlich ein Aushandlungsprozess. Wenn er da kapitalisierte Interessen meint, weiß ich nicht. Also vielleicht kann er es nochmal konkretisieren oder vielleicht weiß Herr Besken. Gut, dann fragen wir nochmal zurück an Herrn Oswald. Kann er vielleicht nochmal sich zurückmelden? Oder gerne, kommen Sie auch gerne hier rein und stellen Sie die Frage live, dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Herr Besken? Also ich vermute mal, oder wenn ich jetzt sage, unterstelle, dass Herr Osthaus meint, warum es so viele private Vorhaben existieren im Berliner Wohnungsbau und nicht mehr öffentlich-rechtliche. Ja, weil das Dilemma, was wir hatten, ist, dass die Reserveflächen, die das Land Berlin ja hatte vor 20 Jahren, entweder noch mehr privatisiert worden ist durch Bestand, aber durch den Liegenschaftsfonds, den damals errichteten Liegenschaftsfonds, ja maximal verkauft worden ist. Und diese Bodenraumvorsorge, die andere Städte ja gemacht haben, diametral gegen das Paradigma des Landes Berlins, das sorgt dafür, dass natürlich die anderen Städte besser aufgestellt sind. Wien, bestes Beispiel immer, investiert Milliarden pro Jahr in den sozialen Wohnungsbau. Und die Bundesrepublik hatte, glaube ich, vor 10 Jahren 500 Millionen, die ganze Bundesrepublik, und die Stadt Wien 2 Milliarden in 2 Jahren. Das sind also, das sind Paradigmen, das sind Haltungen, wo wir ja bis heute sehen, dass die Bundesrepublik, das Land Berlin sicherlich nicht, die haben die Notwendigkeit erkannt, die Wohnungsnot erkannt, aber die Bundesrepublik noch nicht, dass gerade in den sozialen Wohnraum und in den bezahlbaren Wohnraum doch mehr investiert werden muss. Und in der Tat sind, Frau Kern weiß das besser als ich, 50, 60, 70 bis 80% der Flächen, die jetzt noch Baurecht haben oder Bauerwartungsland, sind in privater Hand. Und deshalb, das ist nun mal so, Eigentum in Deutschland, die Diskussion haben wir ja, wenn Sie heute den Tagesspiegel lesen, brauchen wir Investoren noch, oder ich glaube in der Morgenpost der Enteignungs- die Bürgerinitiative zur Enteignung der Inhaber von mehr als 3.000 Wohnungen ist ja dann ein Anspruch, die Stadt zurückzukaufen. Und die ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man sieht, wie schwer es ist, sozialen Wohnraum in der Komplexität jetzt und auch mit dem wenigen Zugriff, den das Land Berlin auf den Wohnungsmarkt jetzt gerade noch hat, nicht ganz unberechtigt ist. Gut, jetzt ist Frau Brahm wieder voll eingestiegen und dann kommen wir nochmal zu dem bisher diskutierten Thema vom Siedlungsstern zurück und kommen dann auch bald in die Schlusskurve. Liebe Frau Brahm nochmal. Und bitte das Mikro einstellen. Das lerne ich auch noch. Ich muss nochmal die Chance nutzen, weil mir das jetzt, das geht ja thematisch jetzt sehr hin und her, dass die Genossen, das, oder sagen wir so, das Erbbaurecht so gegen die Genossenschaften ausgespielt wurde. Das möchte ich eigentlich nicht so im Raum stehen lassen,
weil natürlich gibt es, da ist ja auch eine gewisse Art von Lobbyismus dabei, gibt es natürlich das Hoffen, dass die Genossenschaften da ausgenommen werden. Ich denke, es wird nicht so sein. Ich finde auch, dass es nicht richtig ist. Ich würde eher, und da muss ich Frau Kern recht geben, natürlich müssen die Erbberechte viel besser werden. Und das war eigentlich ein ganz wichtiges Statement in meinem Anfangsstatement, dass natürlich diese angebotenen Erbberechte auch an die Genossenschaften viel besser sein müssen in Bezug auf Dauer, in Bezug auf Regelungen zu Heimfall, Entschädigung, Beleihung und so weiter. Also alles das, was Erbbaurechte sozusagen für den Privaten eventuell schwierig oder unattraktiv macht, da muss dran gearbeitet werden. Und da finde ich, muss man den Druck auf die Politik, da bin ich komplett Ihrer Meinung, sehr aufbauen. Also so, dass man da Erbbaurechte, also ich denke, wenn wir in den neuen Stadtquartieren Erbbaurechte bekommen, dann müssen die absolut zufriedenstellend sein und eine gute Basis für diese Investitionen. Das geht natürlich nicht für 30 Jahre, das ist einfach logisch. Mhm. Das war nochmal wichtig. Wir waren ja eigentlich ursprünglich beim Thema vertikale Stadt, sind dann auf dieses unvollendete Metropole und diese sehr, sehr weit schauend angelegte Sternstruktur, die Berlin hat, die ja übrigens, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, auch durch die Jahre der Teilung natürlich ein bisschen zerstört worden ist. Bitte? Ich wollte nur sagen, in dem Fall eher erhalten durch die Teilung, ja, auch wenn das Osten, das einzig Gute ist, was man darüber sagen kann. Ja, aber nur im Osten. Okay, jetzt, jetzt kann man lange diskutieren. Ich würde gerne nochmal auf das Thema der Verkehrsanbindung, das interessiert wirklich die Leute, deswegen kam ich jetzt auch nochmal auf das Siedlungsstern-Thema, das ist nochmal nachgefragt. Allerdings gibt es jetzt, und das würde ich auch gerne nochmal mit reinbringen, zum Flächenverbrauch. Das ist ja ein hochgradig ökologisches Thema und damit haben wir auch angefangen, Stichwort Eigenheimdebatte. Das würde ich an den Schluss stellen, weil wir auch tatsächlich in die Schlusskurve gehen. Und nochmal jetzt das Siedlungsstern-Thema, Bettina, es richtet sich an dich und die laufende Diskussion unter den Grünen. Kannst du dir schon vorstellen, was jetzt kommt? Wie stehen Sie zur aktuellen Diskussion U-Bahn-Planungen forcieren versus schleppende Umsetzung des in der Koalitionsvereinbarung festgelegten Neubaus von Straßenbahnstrecken, fragt Oswald Richter. Und daran anschließt sich die Frage, wenn die bisherigen Siedlungssterne Berlin mit den bisher existierenden U- und S-Bahn-Sternen neue Sternzacken in Form neuer Stadtquartiere hinzugefügt werden sollen, Stichwort Blankenburg, Stichwort Karo, verlangt das dann nicht die einfache Logik, dass dann neue S- und U-Bahn-Linien vor diesen neuen Stadtquartieren geplant und gebaut werden müssen? Bei der Frage waren wir ja auch schon. Kannst du das vielleicht nochmal deutlich machen oder klarstellen, wie deine Position da ist? Und dann gehen wir nochmal zur Flächenverbrauchsfrage. Also, wir sind zum Thema U-Bahn-Ausbau. Das ist eine Debatte, die sich bis jetzt übrigens eher innerstädtisch Berlin und eben nicht mit Blick auf die Metropolregion so sehr geführt worden ist. Für uns gehört der ÖPNV-Ausbau, gehört die U-Bahn zum ÖPNV-Ausbau dazu. Allerdings, und das ist, sonst wären wir nicht die Grünen, gibt es dafür Kriterien. Das heißt, überall, wo es verkehrlich Sinn macht, ökonomisch Sinn macht und auch ökologisch Sinn macht, denn U-Bahn-Bau ist natürlich mit Tunnelbau und damit mit sehr viel Zement verbunden, auch nicht immer. Manches geht oberirdisch, aber ist an vielen Stellen halt mit sehr viel Zement verbunden. Insofern ist auch da, Stichwort Klimabudget, ist auch das ein wichtiges Kriterium. Ich bin deswegen, was wir ausdrücklich gesagt haben, was wir nicht mitmachen, ist, dass wir U-Bahn gegen Straßenbahn ausspielen. Also alles, was bis jetzt schon beschlossen war in der Koalition mit neuen Straßenbahnlinien und so weiter, bleibt und hat Vorrang. Das heißt, wenn wir jetzt in die U-Bau, in die Planung, in den nächsten Planungsschritt gehen, und das ist ja erstmal eine Kosten-Nutzen-Analyse, wo man nochmal genau gucken muss, wie sinnvoll sind welche U-Baupläne, dann muss es klar sein, dass wir dafür zusätzliches Geld brauchen und auch Kapazitäten brauchen. Das sollte eben nicht den Straßenbahnausbau zurückdrängen. So, gerade Stichwort Anbindung von bestehenden Quartieren. Es sind ja nicht überall U- und S-Bahn geplant, sondern auch gerade Blankenburger Süden, es sind ja auch Straßenbahnen zur Anbindung geplant, dass die erstmal
auf jeden Fall weitergehen müssen. Das muss garantiert sein. So, was ich nochmal ausdrücklich unterstreichen will, und dafür haben wir Grundlagen gelegt durch die jetzt schon BVG- und S-Bahn-Verträge, die dichtere Taktung. Das hat jemand in der Diskussion vorhin schon gesagt. Also die dichtere Taktung von S-Bahn, Regionalbahn, bestehenden U-Bahn-Strecken, die vor allem dem Ausbau auch im Siedlungsstern sehr viel helfen. Und das ist das, was natürlich erstmal schnell umsetzbar ist. Denn auch es ist auch klar, dass alle neuen Strecken sehr viel Zeit brauchen. Insofern muss eine dichtere Taktung auch erstmal Priorität haben, weil die Verkehrswende muss ankommen, gerade auch in den Stadtrandlagen. Und auf gar keinen Fall werden wir sagen können, dass wir jetzt lauter neue Strecken planen. Wir müssen erstmal das ertüchtigen, was da ist. So. Mhm. Ja, ich glaube, das war die Antwort auf die Frage. Ja, das ist nochmal die Antwort, take it all. Ich würde gerne in die Schlussrunde gehen und gerne an Anfang mit Herrn Leskin, dann Frau Brahm und Frau Kern nochmal die Reflexion über die Frage, verträgt sich der Bau von neuen Quartieren mit der Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Jahr 2030, den Flächenverbrauch auf 30 Hektar zu verringern, fragt Dorothee Andes-Müller. Und dazu kommt eine Frage, können wir uns großflächig erlauben, den Außenbereich und Freiflächen zu bebauen? Im Hintergrund steht die Frage nach Flächenverbrauch, eben Bodenschutz, Ausgleichs- und Ersatzbedarf. Es ist alles sehr stichwortartig. Ausgleich von Defiziten, Pandemievorsorge, wohnungsnahe Siedlungs- und Grünflächen, notwendige Kleingartenanlagen. Also ich glaube, die Idee ist zu sagen, wir brauchen ja auch Flächen für Freiflächen und Reserve und Ersatzflächen, die wir ausweisen müssen für Bebauung. Also ist das sozusagen die Strategie? Am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, entweder Verdichtung im Innenstadtbereich oder Stichwort grüne Wiese. Wie verträgt sich das mit Nachhaltigkeitsstrategie? Und das ist ja kein unwesentlicher Punkt bei der Frage, wie klimaresilient sind auch unsere Städte. Das würde ich jetzt gerne an alle vier die Frage nochmal geben und das vielleicht auch nochmal mit einer kleinen Schlussbemerkung, die Sie machen möchten, verbinden. Und bitte Herrn Leskin und dann Frau Brahm. Ja, es bleibt ein Zielkonflikt, die Nachhaltigkeitskriterien und die Stadtentwicklung. Wir können das besser machen als bisher, wenn wir tatsächlich mehr in die Höhe gehen, wenn wir vor allen Dingen stadtdicht bauen. Urbanität entsteht nur durch Dichte und nicht durch Zersiedlung, wenn wir zu sehr in die Horizontale gehen, ohne gleichzeitig in die Höhe zu gehen. Und wir können mehr machen. Wir können die Zielkonflikte besser entzerren, wenn wir ökologische Baustoffe einsetzen, wie das Holz, aber eben auch die Standards anspruchsvoller setzen, also nicht nur die gesetzlich vorgegebenen Standards, wie jetzt KfW 55, sondern in den Passivhausstandard den Passivhausstandard häufiger einsetzen, als es bisher der Fall ist. Und mein Wunsch wäre, wenn wir zukünftig so wie heute auch hier viel kooperativer diskutieren, auch die unterschiedlichen Stellungen, Standpunkte, die wir haben. Stadtentwicklung geht nur gemeinsam und kooperativ und in Augenhöhe vor allen Dingen. Und das hat in den letzten 5 Jahren nicht immer stattgefunden, dass nicht alle Akteure mitgenommen worden sind. Beteiligung ist für mich ein Mehrwert und ist kein Hemmnis. Auch das, da gibt es, das hat Daniela Brahm ja auch schon ausgeführt, da gibt es doch bessere Kooperationsmodelle, auch Ausschreibungsverfahren als das, was bisher Berlin konnte. Und Berlin kann eine ganze Menge. Und ich finde es schade, dass auch gerade Akteure ausgespielt werden miteinander. Ich finde es schade, dass Genossenschaften, die so stark sind, sich so schwach machen und gegen den Mietendeckel klagen. Gerade sehr prominente Kollegen von uns, wenn man mal in deren Bilanz reinguckt, das sind Buchwertreserven von 1 Milliarde Euro. Da müssen wir uns nicht schwächer machen, als wir sind. Gerade der genossenschaftliche Sektor, der ist stark. Und zur Stadtentwicklung gehört auch ein Geben. Und wenn man wirklich finanzielle Stärke hat, wenn man so gesundet ist wie unsere alteingesessenen Genossenschaften, dann sollten sie etwas mehr Stärke zeigen und nicht zu sehr juristisch gegen wohnungspolitische Maßnahmen vorgehen, die zwingend notwendig waren, um den galoppierenden Mietpreis in dieser Stadt auch ein bisschen einzudämmen. Frau Brahm.
Ja, ich kann mich da auch mal anschließen. Ich denke, wenn wir jetzt hier zur 16 Stadtquartiere lostreten, schneller oder langsamer, wie sie halt aufgestellt sind, ich denke, es ist ganz wichtig, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass wir auch im Prozess umsteuern oder bremsen können. Also so, dass wir jetzt nicht das, was man sich jetzt gerade vornimmt, das kann dass es einfach auch Nachjustierungen geben wird in dem Weg, der vor uns liegt. Also auf der Strecke, die vor uns liegt, dass es einfach Nachjustierungen geben muss, wenn sich Sachen anders erweisen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das finde ich einfach sozusagen, das ist wahnsinnig schwierig bei Stadtplanung, weil die eben davon lebt, dass es so einen langen Vorlauf hat. Aber gleichzeitig finde ich, muss man dieses Bewusstsein doch haben, dass sich Sachen eben auch zwischendrin ändern. Und da sozusagen Mechanismen mit einzubauen, dass da auch Veränderungen möglich sind. Generell möchte ich unbedingt sagen, nicht nur der Diskurs eben natürlich in der Fachwelt, so wie es ja mehr oder weniger heute war, sondern wirklich die Stadtquartiere auch in das öffentliche Bewusstsein zu holen. Das finde ich für Berlin wahnsinnig wichtig, weil die meisten Menschen denken bei den neuen Stadtquartieren wirklich ans Märkische Viertel oder an Marzahn oder so. Sowas wollen die jetzt wieder bauen. Das finde ich, und wenn man sich das anguckt, was wir gestern oder auch heute an Überlegungen gehört haben, ist es eigentlich genau umgekehrt. Also so diese Chance, auch diesen Zwiespalt so bezahlbar, also sozial gegen nachhaltig. Wenn man da ganz genau hinguckt, kann das sein, dass das, was heute nachhaltig und teuer ist, vielleicht in Zukunft wirklich sozial und ökonomisch ist. Also so, und bezahlbar ist. Also so, das kann sein, dass es sich genau umdreht. Und da einfach auch so ein anderes Bewusstsein hinzubekommen, das fände ich sehr wichtig und das eben auch gemeinsam zu diskutieren. Mhm. Frau Kern. Flächenverbrauch. Okay, ja, vielen Dank. Ja, Flächenverbrauch, das ist ein weites Feld. Also ich denke, insgesamt muss in Deutschland der Flächenverbrauch deutlich reduziert werden. Bin ja auch Mitglied im Beirat Stiftung Baukultur und wir setzen uns auch dafür ein. So, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland viele Schwarmstädte haben, sogenannte Schwarmstädte, und dazu gehört Berlin, Potsdam, wo einfach die Bevölkerung hinzieht und die ländlichen Räume, die entleeren sich an der Stelle immer mehr. Und dafür muss natürlich dann eben neuer Wohnraum geschaffen werden. Und ich denke, dass wir bei den Neubaugebieten, also wir sollten das, was ich vorhin alles schon angeführt habe, also diese vielen Aspekte, eine ansprechende Architektur, die abwechslungsreich ist, die gesamte, die auch sozial ist, der Wohnraum, der dort entsteht, muss es immer so sein, dass es auch vor allen Dingen multifunktional genutzt werden kann. Ja, also diese Mobilitätshubs sind für mich so ein Beispiel dafür, dass man ökologisch gut agiert, aber auch die Möglichkeit schafft, wenn sie dann mal in 20 oder 30 Jahren, wenn wir uns alle beamen können irgendwohin und keine Fahrzeuge mehr benutzen müssen, dass wir die dann auch ganz einfach wieder zurückbauen können. Und insofern ist der ökologische Aspekt ein ganz großer. Wir sollten in jedem Falle stärker auf Holzbau setzen. Dafür setzen wir uns als BBU schon lange, lange ein. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen waren da bislang noch sehr, sehr eingeschränkt. Brandenburg ist da übrigens jetzt auch noch mal ein Stück in seiner Bauordnung vorangegangen. Hier ist jetzt ja auch für Berlin noch einiges geplant. Also wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen stärker und machtvoller vorangehen, weil das ganz wichtig ist, da die Ökologie für die Zukunft dann herzustellen. Und ich gehe jetzt mal nicht auf das Thema, was Sie noch angesprochen haben, Herr Besken, ein, was die Wohnungsgenossenschaften anbelangt und ihre Enttäuschung über den Umgang mit dem Mietendeckel. Sie haben erhebliche Einnahmeverluste gehabt. Und es geht da auch immer um eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung. Und insgesamt wünsche ich mir tatsächlich, dass Experten, dazu zähle ich uns jetzt mal und als BBU mit den vielen Fakten und dem, was wir an Transparenz reinbringen, stärker in die Diskussion mit einbringen können und auch in Anführungsstrichen ernster genommen werden. Danke. Bettina. Schlusswort. Also
Ich habe jetzt gerade nachgedacht, als Frau Brahms gesagt hat, dass die meisten Menschen sich nicht für Quartiere neue Quartiere interessieren oder aber denken, das sind irgendwelche, keine Ahnung, das ist etwas, was sie vielleicht lieber nicht wollen, dachte ich, komisch, ich sehe es ganz umgekehrt. Ich finde, das sind die spannendsten Projekte, die es überhaupt in dieser Region gibt, weil wir da natürlich die Chance haben, vieles von dem, was wir uns jetzt alle zusammen wünschen, und die Stichworte sind ja im Titel hier dieses ganzen Kongresses, ich habe es schon zu Beginn gesagt, die Menschen wollen sozial, ökologisch, gemischt und urban leben, die allermeisten, auch die jetzt schon lange hier sind. Und in diesen Quartieren gibt es die Chance zu zeigen, was mit den Akteuren, die jetzt da sind, mit den Erkenntnissen, die wir inzwischen haben, mit den Handlungsnotwendigkeiten, die es angesichts der Klimanotlage gibt und angesichts der Mietenexplosion und angesichts einer vielfältigen, diversen Stadtgesellschaft, wie wir das also gemeinsam schöner und neu und gut machen können und dabei auch eine neue, ja, wirklich auch ästhetisch hochwertige Baukultur entwickeln, die ja auch in Berlin abgebrochen war, dadurch, dass lange Zeit überhaupt nicht mehr geplant und gebaut wurde, außer von Privaten. Auch das hatten wir ja schon gesagt. Und durch die Sparmaßnahmen, wo dann das Personal in den Bezirken abgebaut wurde, es einen echten Abbruch gab. Also insofern sehe ich ganz umgekehrt diese Quartiere eigentlich als visionäre Orte, wenn man so will, für uns insgesamt hier in dieser Millionenstadt. Und biete allen gerne an, dass wir uns dazu zusammentun, das auch in diesem Sinne gemeinsam weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ausdrücklich gemeinsam mit Brandenburg. Und ich weiß, Frau Kern, dass die Brandenburger da offener sind als die Berliner. Da kann ich nur sagen, ich setze hier auch auf eine neue Regierung und auf eine andere Regierungschefin. So, als gebürtige Berlinerin kann ich nur zustimmen, dass wir uns urban, grün, sozial und gemischtes Wohnen wünschen, und zwar alles zugleich und am besten möglichst gleich ab morgen. Wir haben in dieser Runde über Zutaten, über Stellschrauben diskutiert, über Ansprüche, ob die realistisch und wie realistisch sie sind, und wir haben sehr intensiv und sehr lange über die Rahmenbedingungen all dieser Faktoren gesprochen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dieser sehr intensiven Runde, die hier zusammen war, bedanken für die Diskussion. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Teilnehmerinnen, bedanken, dass Sie durchgehalten haben, dass Sie im Chat aktiv Informationen geteilt und mit ausgetauscht haben. Und bleiben Sie der Böll-Stiftung gewogen. Sie wissen, immer wieder geht es bei uns um Kommunalpolitik, um Stadtentwicklung und um Nachhaltigkeit. Ihnen ein schönes Wochenende und herzlich auf Wiedersehen.